So Leute, 16 Uhr, wir sind heute mit dem bedingungslosen Nachmittag in die Abbaubar umgezogen, weil wir dachten, es kommen 1000 Leute, hatten sich zumindest so angemeldet, aber ja, Wetter ist nicht so, dann haben wir eine Corona- und Grippewelle in Berlin, also nun sitzen wir hier mit zwei Leuten, freuen uns aber trotzdem, dass die beiden gekommen sind und ja, der Klaus von Rockradio ist da und Roman an der Technik, dann Klaus von Kicke-Muff in Berlin nimmt den Film auf, könnt ihr ab Dienstag im Kanal sehen. Und wir haben natürlich Herrn Bundestagspräsident Wolfgang Thierse zu Gast und da freue ich mich heute, einige Fragen zum aktuellen Geschehen zu stellen. Also einmal zum Thema Krieg und Frieden und einmal, warum die Politik nicht mehr Rücksicht nimmt auf die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Da sprechen wir heute drüber. Und ich würde sagen, wenn die beiden soweit sind, machen wir erstmal eine kurze Musik. So Leute, da sind wir wieder und haben gerade erst angefangen. Wir haben Herrn Wolfgang Thierse heute hier. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind bei dem schrecklichen Wetter und obwohl Parteitag der SPD im Moment ist. Ja, ich komme aber nicht vom Parteitag, sondern ich komme vom Brandenburger Tor. Ach so, da genau. Da war heute eine Demonstration, eine Kundgebung, Solidarität mit den jüdischen Bürgern unseres Landes, Kampf gegen Antisemitismus, Solidarität mit Israel. Und gerade weil ich das für ein so wichtiges Anliegen halte, bin ich ein bisschen beschämt, dass es nur ein paar tausend Leute waren. Wie viel waren es denn ungefähr? Schätzungsweise 3000. Wenn man bedenkt, dass anti-israelische und pro-palästinensische und auch darin mit antisemitischen Klängen Demos in Deutschland an verschiedenen Stellen stattgefunden haben, zwischen 5.000 und 10.000 Menschen und jetzt nur 3000. Was ist da los in diesem Lande? Das ängstigt mich wirklich, dass offensichtlich eine Mehrheit meint, das ging sie nichts an, was da in unserem Lande passiert, an Wiederkehr von Antisemitismus. Wie erklären Sie sich das? Es ist mir schwer zu erklären, dass die offensichtlich eine Mehrheit der Bürger meint, ach, das ist alles nicht schlimm, es geht uns nichts an, die Israelis sind mir nicht sympathisch. Es ging ja nicht um eine Kundgebung zur Solidarität mit der israelischen Regierung. Ja. Hm. Da hätte ich auch einige Kritikpunkte zu vermelden, sondern Solidarität mit dem Lebensrecht der Juden in einem eigenen Staat, dort, wo sie ihn gefunden haben. Und dass es diesen Staat gibt, hat auch mit der furchtbaren deutschen Geschichte zu tun. Und daran sollten sich Deutsche auch gelegentlich erinnern. Aber finden Sie nicht, ich sage das jetzt mal so, es kann sein, dass ich mich irre, wenn ich in die Presse schaue, dann habe ich im Moment das Gefühl, dass eigentlich nur darüber berichtet wird, wie unverhältnismäßig Israel sich wehrt. Und ich denke mir, das behalten die Leute ja in ihren Köpfen. Und das finde ich irgendwie, also da ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung, das kann man jetzt, da kann man gegenreden, aber warum wird das, was Sie gerade gesagt haben, warum wird das nicht irgendwie viel mehr durch die Presse gejagt? Ich sage jetzt mal für die deutschen Bundesbürger. Und stattdessen wird nur drauf rumgeritten, wie unverhältnismäßig diese Bombardierungen des Gazastreifens sind. Also ich teile Ihren Eindruck nicht. Also sowohl im Fernsehen, egal ARD und ZDF, ich nenne es mal öffentlich-rechtliche, wie in den verschiedenen Zeitungen, die ich lese, wird über beide Seiten berichtet, über die entsetzlichen Mordtaten der Hamas, ausführlich über die Opfer. Es wird natürlich auch richtigerweise über den Krieg berichtet, über das, was jetzt im Gazastreifen passiert. Das ist notwendig, über beide Seiten zu berichten. Und insofern, wer informiert sein will, kann informiert sein. Aber das trotzdem, also trotz der Betroffenheit durch das, was da passiert, so wenig sich zeigen und vor allem so wenig sich zeigen gegen den Antisemitismus in unserem Lande. Das ist ja ein Antisemitismus, der nicht nur ein Eingewanderter, wie man sagt, mit den Immigranten aus der arabischen Welt, sondern wir haben auch unseren eigenen entsetzlichen, abgestandenen und in wiederauferstandenen Antisemitismus. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist lange vor diesem Ereignis jetzt gewesen. Also ich wünsche mir einfach, dass die Demokraten in diesem Lande wachsamer sind und dass die Bürger auch zeigen, wie solidarisch Sie sind mit den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes. Erklären Sie sich das? Man sagt ja immer, das ist so eine Art Schuldkult der Deutschen, die... Das ist der Aufdruck der AfD. Okay, das sagen Sie jetzt nicht der Fall. Das ist präzise der Ausdruck der AfD. Nee, Schuldkult. Ich meinte der Schuldkult, dass viele Bürger sagen oder Bürgerinnen, dass sie einfach so nach dem Motto, die Juden sind auch böse, die bombardieren jetzt den Gazastreifen, also waren wir nicht ganz so schlimm, es war nicht ganz so schlimm, was wir getan haben. Ja. Meinen Sie, dass das vielleicht da reinspielt, dass man im Moment nicht eben zu 10.000 auf die Straße geht? Ich fürchte, dass es bei einem Teil unserer Landsleute so ist, dass sie sich mit Blick auf das, was gegenwärtig passiert, entlastet fühlen. Ja, aber da muss man daran erinnern, Israel ist überfallen worden jetzt. Das ist das größte Pogrom seit dem Holocaust, das muss man wissen. Und Israel hat auch nach dem Völkerrecht das Recht zur Selbstverteidigung. Wir dürfen und können von den Israelis nicht verlangen, dass sie sich abschlachten lassen, dass sie sich wehren und dann wehren gegen eine islamistische Terrororganisation, die die eigene Bevölkerung zur Geisel nimmt, die sich unter Krankenhäusern und Schulen versteckt und dort ihre Kommandozentralen hat. Natürlich führt das dazu, und das ist ja das wirkliche Dilemma, das einem zum Verzweifeln bringen kann, dass die Israelis jetzt, um sich dagegen zu wehren, einen Krieg führen müssen, der eben einen Gutteil der Welt wieder gegen sie aufbringt, weil die Bilder so gewaltig sind. Wir leben in einer Welt der wirksamen Bilder. Das ist wirklich ein Dilemma für die Israelis. Umso wichtiger ist A, unsere Solidarität und B, die Selbstkritik des Staates Israel, da können wir aber vertrauen, Israel ist eine demokratische Gesellschaft. Wenn dieser Krieg, dieser Überlebenskampf bestanden ist, wird die Kritik an der Regierung Netanyahu in Israel selbst sehr laut, sehr lebendig, sehr kräftig und ich hoffe auch erfolgreich sein. Das war sie ja eigentlich schon vorher. Die Leute waren ja schon zu Tausenden auf der Straße und also das wäre nichts Neues. Aber wie gesagt, ich habe auch aus Israel gehört, dass gesagt wird, also in der Bevölkerung, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, ist Netanyahu weg vom Fenster. Also das werden wir sehen. Das ist nicht unsere Sache als Ausländer aus der weiten Ferne. Das ist Sache der demokratischen Gesellschaft selber. Aber da habe ich auch ein gewisses Vertrauen auf die Demokratie in Israel. Denn die Demonstration gegen die Netanyahu-Regierung, da ging es ja um die Gewaltenteilung, die Verteidigung eines Grundprinzips der Demokratie. Wie glauben Sie, wird das jetzt weitergehen? Weil es wird ja auch, wie gesagt, es gehen ganz schreckliche Sachen im Moment durch die Presse. Also Sie haben mich gerade korrigiert und gesagt, okay, Sie finden es ausgewogen. Vielleicht rege ich mich auch einfach irgendwie über die Meldungen auf, die ich nicht lesen will. Ich weiß es nicht, also es kann alles möglich sein, aber... Wie glauben Sie, wird das jetzt weitergehen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass Frieden kommt, ohne dass der ganze Gazastreifen kaputt ist? Oder meinen Sie, was ja auch durch die Presse geht, dass Netanyahu im Grunde den Gazastreifen für sich haben will, also den Gazastreifen entvölkern will und dann darüber selbst verfügen möchte? Was glauben Sie? Also ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ich weiß auch nicht, wie lange dieser Krieg ist. Natürlich könnte man ganz einfach sagen, die einfachste Lösung wäre, Hamas gibt die israelischen Geiseln frei und stellt das Abschießen von Raketen auf Israel ein. Dann wäre sofort Israel veranlasst und geradezu moralisch gezwungen, auch vor der Weltöffentlichkeit, eigene Kriegshandlungen einzustellen. Interessanterweise wird das aber in den Medien so nicht geschrieben. Das finde ich auch. Also ja, aber jetzt wollen wir, die Medien sind ja höchst unterschiedlich. Also, natürlich wäre das Einfachste, aber zunächst mal, ganz nüchtern gesagt, erwarte ich das nicht. Und das ist eigentlich das Dramatische. Was könnte denn eine Lösung sein? Da werden ja verschiedene Modelle diskutiert. Zum Beispiel, Sie haben es gerade gesagt, hat etwa die Regierung Netanyahu vor, den Gazastreifen zu entvölkern, also die Palästinenser zu vertreiben. Das wäre nicht nur moralisch eine Katastrophe, es wäre auch politisch ein kapitaler Fehler, weil es nicht nur die ganze arabische Welt nochmal sowas gegen Israel aufbringt, sondern auch den globalen Süden vollständig an die Seite der arabischen Welt bringt und es auch keine Lösung ist. Es würde ein neuer Akt der Verfeindung sein. Die zweite Möglichkeit, sozusagen das andere Extrem, nun doch auf eine Ein-Staaten-Lösung hinzuwirken, also Juden und Araber, Juden und Palästinenser in einem Staat, das ist mindestens genauso unrealistisch. Es würde von beiden Seiten eine solche Veränderung der Einstellungen, der Überzeugungen, des Verhältnisses zu den anderen bedeuten, dass ich mir das auf absehbare Zeit nicht vorstellen kann. Vielleicht in 50 oder 100 Jahren in einer anderen, idealeren und friedlicheren Welt. Vielleicht ist das Furchtbare, was jetzt da passiert, ermöglicht dieses entsetzliche Geschehen, dass die Zwei-Staaten-Lösung, die ja immer als eine Idee in der Welt war, dass die jetzt plötzlich eine neue Chance bekommt. Aber es sagen ja alle Politiker und Politikerinnen, die Zwei-Staaten-Lösung ist im Grunde, da glaubt kein Mensch mehr dran. Glauben Sie da noch dran? Nein, das hat man vor 3 Monaten gesagt und vor 2 Jahren, weil sowohl die Hamas die Zwei-Staaten-Lösung bekämpft hat, wie die Regierung Netanyahu. Von beiden Seiten wurde sie bekämpft. Dass jetzt Hamas diesen Überfall gemacht hat, hat ja auch damit zu tun, dass es ein Annäherungsprozess zwischen Israel und Saudi-Arabien sich abzeichnete und sie das ausdrücklich torpedieren wollten. Also, wenn überhaupt... Was soll sonst möglich sein, dass Palästinenser in Gaza leben und im Westjordanland? Aber ich weiß natürlich auch, wie abenteuerlich das zunächst mal aussieht. Denn natürlich müsste es dann internationale Sicherheitsgarantien geben für Israel. Es müsste sozusagen internationale Truppen, vielleicht unter Verantwortung der Vereinten Nationen, aber vor allem auch mit arabischen Staaten, die das Gaza-Gebiet selber beschützen. Und zugleich schützen vor neuen Terrorismus, vor der Hamas. Und auf der anderen Seite, mindestens genauso unwahrscheinlich, müssten der Staat Israel bereit sein, einen beträchtlichen Teil der inzwischen dort angesiedelten 700.000 jüdischen Siedler wieder zurückzuholen. Und das Land jedenfalls deutlich mehrheitlich den Palästinensern überlassen. Das setzt eine ganz andere israelische Regierung voraus. Das setzt einen Veränderungsprozess im Staat Israel voraus. Ja, aber welche Perspektive haben wir sonst? Das ist doch die bittere Realität. Der Staat Israel kann nicht auf Dauer mit Waffengewalt seine arabischen Nachbarn, insonderheit die Palästinenser, niederhalten. Nee, natürlich nicht. Das ist aber genau das Problem, weil auf der anderen Seite die Palästinenser und ein Teil der arabischen Staaten niemals das Existenzrecht des Staates Israel anerkannt haben. Und dieser Grundkonflikt muss aufgelöst werden. Es gab ja Fortschritte, also man erinnert sich noch an die verschiedenen Abkommen, mit dem Präsidenten Sadat. Ägypten hat Israel anerkannt, Jordanien de facto auch. Aber natürlich der eigentliche Gegner ist Iran, ein islamistisches Regime, eine islamistische Diktatur, die gewissermaßen als Feindbild für die eigene Herrschaft Israel haben und die Hamas und Hisbollah unterstützen. Also, aber welche Perspektive sonst, als wenn die arabische Welt sich nicht... Sie muss jetzt lernen aus diesem Konflikt, wo sie ja interessanterweise, das muss man doch auch wissen, ich weiß nicht, das sieht aus der Ferne, wenn ich sage, es hört sich das so schlimm an, die arabische Welt ist jetzt nicht sehr aktiv. Sie lassen zu. Ich will das nicht kritisieren, überhaupt nicht, weil das ja, sonst würde es ja einen riesigen Krieg geben. Aber das heißt auch, dass der größte Teil der arabischen Staaten weiß, es ist brandgefährlich, wenn wir uns sozusagen so einseitig auf die Seite der Hamas stellen, auf die Seite einer eben doch terroristischen Organisation. Also es könnte auch nach diesem Entsetzen, was da passiert, auch auf arabischer Seite ein neues Interesse daran geben, sich an einer Zwei-Staaten-Lösung zu beteiligen, um damit einen relativen, stabilen Frieden für längere Zeit oder vielleicht auf Dauer zu entwickeln. Aber meine Frage wäre dann, ich weiß es nicht, stell das mal so in den Raum, ob die arabischen Staaten überhaupt am Wohlergehen der Palästinenser interessiert sind. Weil für mich sieht es, ich sage es jetzt mal so, nicht so aus. Ich habe eher so das Gefühl, das ist so für die arabische Welt das Faustpfand. Die kann man so, wie man es gerade haben will. Denn man hätte ja zum Beispiel, wie Israel angefangen hat zu bombardieren, davon ausgehen können, dass Ägypten sagt, okay, wir machen jetzt nicht für alle die Grenze auf, aber wir nehmen Frauen und Kinder. So, das hätte Ägypten ja sagen können. Sie hätten sagen können, solange Israel bombardiert, nehmen wir alle Frauen und Kinder aus dem Gazastreifen auf. Sie haben es nicht getan. Das halt, und das wäre ein humanitärer Akt, ein ganz normaler gewesen. Das sieht für mich dann danach aus, als ob einem diese Leute auch überhaupt nicht interessieren, auch in der arabischen Welt nicht. Also die interessieren einen als Faustpfand, aber nicht das Wohlergehen dieser Leute. Naja, Ihre Beobachtung ist, glaube ich, zutreffend. Dahinter steckt natürlich, dass auch Ägypten, der Staat Ägypten, Angst hat vor Hamas. Sie haben Angst, sich so eine Terrororganisation ins eigene Land zu holen. Libanon ist auch mit Frauen und Kindern? Ja, es sind nie nur Frauen und Kinder. Es sind nie nur Frauen und Kinder, die kommen. So sind die sortiert. Das abschreckende Beispiel ist Libanon. Ein absolut zerstörter Staat, vollkommen zerfallen, in unterschiedlichen konkurrierenden Gruppen und mit einem Staat im Staate, nämlich Hisbollah, mit, ich weiß nicht die Zahlen, die ich höre, zwischen 10.000 und 20.000 oder noch mehr bewaffneten Männern, die sozusagen ein Staat im Staate sind. Davor hat natürlich Ägypten Angst. Jordanien ist ein Staat, wo de facto die Palästinenser die Bevölkerungsmehrheit bilden. Aber in Flüchtlingslagern, ne? Nicht nur in Flüchtlingslagern, aber nicht nur. Also da hat es ja unterschiedliche Entwicklungen gegeben. Und auch die anderen arabischen Staaten sozusagen wehren sich dagegen, aber sie haben recht. Natürlich kann man sich, aber das sind immer so lockere Bemerkungen aus der Ferne, fragen, warum die arabischen Staaten niemals bereit waren seit 1945. Die vertriebenen Palästinenser aufzunehmen und bei sich zu integrieren. Es war ja eine begrenzte Zahl. Aber dazu waren sie nie bereit, weil sie das als Unrecht empfunden haben, den Staat Israel und die Vertreibung der dort lebenden Palästinenser. Dabei wird immer vergessen, dass auch Juden aus arabischem Gebiet vertrieben worden sind. Es gab ja beidseitige Vertreibung. Also indem wir das beschreiben, merkt man, wie fast aussichtslos die Lage ist. Aber weil sie so ist, scheint mir die einzige Möglichkeit, sozusagen wieder die Perspektive auf die Zwei-Staaten-Lösung zu eröffnen, wo man ja schon mal viel weiter war als in den letzten 20 Jahren, wo es ja nur gegenläufige Entwicklungen gegeben hat. Aber glauben Sie daran, an diese, also Sie selbst persönlich? Nein, ob ich daran glaube, ist vollkommen irrelevant. Wenn in dem Moment, wo die USA, die wichtigen arabischen Staaten und sagen wir China sagen, das muss so sein, das ist die einzige Lösung, dann gibt es vielleicht eine Chance. So wie wie lange die Israelis den Krieg jetzt im Gaza führen und wie sie ihn führen, darüber entscheiden natürlich auch de facto die USA mit. Wenn die USA bemerken, das wird selbst für das Überlebensrecht von Israels inzwischen moralisch gefährlich, dann werden sie eingreifen. Aber noch ist es ja so, dass die israelische Regierung sagen kann, wir haben Hamas immer noch nicht geschlagen. Da gibt es immer noch Kämpfe. Aus der Entfernung versteht man das gar nicht, weil man sich die Örtlichkeiten gar nicht vorstellen kann. Es werden aus dem Gazastreifen immer noch Raketen auf Israel abgeschossen. Ja, natürlich. Also angesichts der Bilder von so viel Zerstörung kann man sich das zunächst mal gar nicht mehr vorstellen, dass das immer noch möglich ist. Also da dieses Ziel nach dem brutalen Hamas-Übergriffen, dieses Ziel, Hamas militärisch zu zerschlagen, damit nicht in 2, 3, 4 Jahren die nächste Überfall stattfindet. Das scheint noch nicht zu erreicht zu sein in den Augen der israelischen Regierung. Oh, wobei aber das können wir natürlich aus der Ferne auch nicht vernünftig beurteilen, wobei ich mir sowieso von vornherein nicht vorstellen konnte, wie man Hamas militärisch zerschlagen kann, weil ich denke mir, wenn man da einen Kopf abschlägt, dann wachsen 3 Köpfe nach, und zwar auch in den arabischen Ländern, wo die Leute sich ja dann auch, oder die jungen Männer, sich dann natürlich auch zum Märtyrertum gedrängt fühlen sozusagen, wenn sie sehen, was da im Moment los ist. Also ich fand das von vornherein ohne jetzt der israelischen Regierung Ratschläge geben zu wollen, weiß Gott nicht, aber ich fand das von vornherein irgendwie sehr aussichtslos, die Hamas militärisch zerschlagen zu wollen. Ja, das Ihre Meinung in Ehren, aber sollte Israel überhaupt nicht reagieren auf diese Mordtaten? Sollte Israel nicht auf die Mordtaten reagieren? Also die Möglichkeit hatte Israel gar nicht. Natürlich. Wenn man je in Israel war und weiß, wie klein dieses Land ist und wie ringsum die verfeindete Welt ist, dann versteht man viel mehr, dass sie in unseren Augen eine Regierung viel militaristischer erscheint, als es uns irgendwie sympathisch erscheint. Das, also im Grunde ist es so, dass man von verzweifelter Ratlosigkeit ist, in diese Welt gegenblickt. Was diesen Konflikt angeht, geht es mir auch so, muss ich sagen. Und wie gesagt, es ist natürlich immer schlecht, da Ratschläge abzuliefern, aber es ist wirklich Ratlosigkeit. Hat jemand eine Frage zum Thema Israel-Konflikt? Wenn wir dürfen, würde ich gerne ins Mikro, aber bitte. Ich kann noch eins schalten. Ah ja, genau, schalte doch noch ein Gästemikro, dann... nehmen Sie Platz. Das Grüne? Das Grüne, ja. Okay. Guck mal, wenn sie spricht, ob es schon eingeschaltet ist. Das ist alles Standardware. Okay, gut. Kann ich sprechen? Ja. Also meine Frage wäre, ob wir nicht viel mehr über uns reden müssen. Die Situation in Israel ist, wie sie in Israel ist, und sie ist nicht schön. Und man kann sagen, Netanjahu macht einen großen Fehler mit der Bombardierung, oder man kann sagen, er kann nicht anders. Aber das haben wir alle nicht in der Hand. Aber wenn ich sehe, dass die halbe Welt und nicht nur die arabische, die Hamas pampert und die Zahlungen, die aus Deutschland kommen zum Beispiel, sind nach dem Überfall, nach dem Massaker ja erhöht worden. Statt dass gesagt wurde, wenn ihr nicht sofort die Geiseln zurückgibt, gibt es von uns kein Geld mehr. Und da frage ich mich als Deutsche doch, bevor ich mir den Kopf mache, was Netanjahu am besten tun sollte oder nicht, was haben wir hier damit zu tun und was können wir hier dazu beitragen, dass die Hamas eben nicht immer stärker wird. Und ich frage mich, ob es zum Beispiel ratsam ist, jetzt Menschen aus dem Gazastreifen hierher zu holen. Und wie viel genau gekommen sind, weiß ja auch keiner. Es sind 320 Menschen, die einen deutschen Pass haben, mit ihren Familien, die nach Deutschland einreisen dürfen. Und wenn wir jetzt den Terror der Hamas über die ganze Welt verteilen wollen, dann glaube ich auch nicht, dass das besser wird. Und ich finde, das sind Fragen, die wir uns stellen, wo wir Antworten darauf geben müssen. Darf ich kurz, bevor die Frage geht ja an Herrn Thierse, ich gehe davon aus, dass das Geld natürlich weiter fließt, weil man verhindern will, dass Leute fliehen, und weil man verhindern will, dass durch Armut noch mehr Leute der Hamas zugetan sind. Also das ist jetzt meine Idee dazu. Ja, nur wissen wir ja aus der Vergangenheit, dass genau das nicht funktioniert. Und das ist schon klar. Woher wissen Sie das so genau? Wissen Sie, es gibt eine fundamentale Erfahrung. Elend, Armut, Not gebiert Radikalität. Das gilt auch und besonders für diese verzweifelte Weltgegend. Deswegen war es durchaus und ist durchaus vernünftig, dass die Welt, nicht nur Deutschland, Menschen, damit sie nicht verhungern, finanziell unterstützt, Lebensmittel liefert etc. in die Lager. Nun kommt das besondere Problem hinzu, dass dass die Hamas nicht nur eine islamistische Terrororganisation ist, sondern auch eine soziale Bewegung. Also ihre Anhängerschaft rekrutiert durch viele soziale Leistungen, die sie organisiert, übrigens auch und wesentlich finanziert aus arabischen Ländern. Das muss man auch wissen. Und von uns? Nein, wir finanzieren, dass dort Menschen nicht schlicht verhungern und wir zynisch zuschauen. Gerade weil wir, die Europäer, nicht nur die Deutschen, und der Westen nicht in der Lage sind, diesen Konflikt zu überwinden und zu lösen, sind wir wenigstens politisch mal verpflichtet, ihn dadurch abzumildern, dass Menschen an diesem Konflikt nicht zugrunde gehen und verhungern. Sie würden sie lieber verhungern lassen, um sehr direkt zu fragen. Das ist für mich nicht die Alternative. Ich will jetzt deine Sendung nicht. Nee, bitte, du kannst gerne. Ursache für diesen Konflikt und Ursache für den Hass in Gaza, der ja nicht nur die Hamas ist, sondern da war der Gaza-Islamische Staat unterwegs und man hat gesehen, da waren selbst Lahme mit Krücken unterwegs, um dann nach dem Massaker noch zu brandschatzen. Die Bevölkerung hat sich von ihrer besten Seite gezeigt, als die Geiseln durch die Straßen von Gaza gefahren worden sind. Als das Rote Kreuz, die Geiseln, die freigelassen worden sind, abgeholt worden sind, die Polizei oder die Armee musste sie davon abhalten, auf die Leute loszugehen. Mhm. Der Hass, der da ist, der hat nichts mit Armut oder Reichtum zu tun. Die reichsten oder die führenden Köpfe der Hamas, das sind keine armen Menschen, sondern die einzige Ursache für diesen Hass ist die Existenz Israels. Die einzige Ursache ist die Existenz jüdischen Lebens in der Levante. Und wenn wir nicht wollen, dass diese Existenz beendet wird, dann finde ich, müssen wir auch Konsequenzen daraus ziehen. Und ich fühle mich, um die Frage zu beantworten, für das Wohl und Wehe der Menschen in Gaza nicht verantwortlich. Nee. Ja gut, das kann so sein, aber ich glaube nicht, dass das ein vernünftiger und vertretbarer politischer Standpunkt ist, wenn man weiß, selbst wenn es gelingt, Hamas militärisch zu zerschlagen, wenn es gelingt, dort nicht nur, wie es jetzt, ich kenne die Zahlen der Opfer, auf palästinensischer Seite und bei den Hamas nicht, ob es 5.000, 10.000 oder selbst wenn es 50 oder 100 oder 200.000 wären, es sind dann immer noch Menschen da. Ja. Die sind immer noch Palästinenser. Die sind werden nach dieser Erfahrung in der nackten Verzweiflung wieder in die Hände, in die Fänge dieser islamistischen Ideologen getrieben. Die Hisbollah und die Hamas rekrutiert ihre Leute, die Männer aus dieser Bevölkerung. Und wenn wir ein Interesse haben, dass dort nicht dauerhaft so etwas wird, muss man auch ein internationales Konzept entwickeln, wie dort so etwas wie Wohlstandsentwicklung, Sozialstaatsentwicklung geht. Dass es immer eine der Bedingungen von Frieden ist, dass es nicht die nackte Armut gibt, dass es nicht extreme soziale Gegensätze gibt, dass Überleben gesichert ist. Das ist eine der Grundvoraussetzungen für Frieden, egal über welchen Konfliktherd wir reden. Das ist da nur besonders drastisch, aber es gilt für andere Teile der Welt genauso. Aber meinen Sie, also es ist ja bekannt, dass zum Beispiel im Gazastreifen und auch im Westjordanland, dass die Kinder schon mit Schulbüchern aufgezogen werden, wo zu Judenhass aufgerufen wird. Also die werden ja ganz früh schon Gehirn gewaschen. Ja. Also meinen Sie, dass man da mit Geld, mit Wohltaten gegen ankommt? Nein, das hört sich immer gleich mit Wohltaten. Also wie gesagt, erinnern wir uns an unsere deutsche Geschichte, die Sache noch bitterer macht. Die Nationalsozialismus, die NSDAP, das war nicht nur eine extremistische Organisation, eine antisemitisch-rassistische Organisation. Es war leider auch eine Art sozialer Bewegung, der Mehrheit der Deutschen zugestimmt hat. Die Mehrheit der Deutschen hat diesen Krieg bis zum bitteren Ende mehr oder minder unterstützt. Ja. Die Konsequenz war, dass die Alliierten gesagt haben, wir können da nicht nur diesen oder jenen Krieg, wir müssen dieses Land bombardieren, weil wir sonst dieses Land nicht kleinkriegen, diesen Nazismus, diesen Rassismus. Und danach kommt aber jetzt die Pointe. Dann haben aber wenigstens die Amerikaner an erster Stelle begriffen, dieses Volk ist ja immer noch da, auch nach 1945. Jetzt müssen wir sehen, wie wir denen helfen. Dass sie leben können, dass sie einen demokratischen Staat aufbauen, dass sie ein normales Gemeinwesen in Europa werden. Das ist eine fundamentale Erfahrung. Frieden herzustellen und zu sichern, heißt etwas für die Wohlfahrt von Menschen zu tun, dass sie leben können. Und das ist nicht Pampern, sondern das ist sozusagen ganz vernünftig so etwas. Ja. Und zugleich ist es einfach schlicht auch humanistisch. Okay, Birgit, noch was? Judenhass lässt sich nicht mit Geld aus der Welt schaffen. Das wird nicht funktionieren. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, das wird in Zukunft nicht funktionieren. Und die Schulbücher, über die Frau Berg gerade sprach, die werden zum einem nicht unerheblichen Teil von uns finanziert. Und wir müssen darüber reden, dass genau das aufhören muss. Dass zumindest kontrolliert werden muss, was in diesen Schulbüchern geschrieben steht. Also. Und wir werden, ich sage das jetzt nochmal und dann habe ich auch fertig für heute, wir werden Judenhass nicht mit Geld aus der Welt schaffen. Das hat auch bei den Deutschen übrigens nicht geklappt, nämlich deswegen stehen heute nur 3.000 am Tor. Das ist eine Verkürzung, nicht Judenhass mit Geld. Ich habe einen anderen Gedankengang geführt. Im Übrigen, Sie haben recht, sofern die Behauptung stimmt, dass diese Bücher auch aus Deutschland finanziert worden ist. Da, ganz vorsichtig. Wir machen Faktencheck unter unserem Film. Ich bin immer sehr vorsichtig bei solchen flotten Meldungen. Wenn es stimmt, haben wir dafür zu sorgen, dass das nicht weiter passiert. Aber Ihr fundamentaler Satz ist natürlich sehr resignativ, dass man Judenhass nie wird vollständig beseitigen können. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht ist das eine bitterböse Tatsache der Welt, aber das entlastet uns nicht, alles Mögliche zu tun, dass er so gering wie möglich ist. Aber darin sind wir uns sicher einig. Darin sind wir uns ganz sicher. Also nein, ich habe gesagt, er lässt sich nicht mit Geld auf der aber Welt das war nicht mein Punkt. Wir haben bis heute überhaupt nicht, also innerhalb von 2000 Jahren Antijudaismus haben wir es nicht geschafft, ihn wirklich völlig aus der Welt zu schaffen. Und wie leicht er wieder auflodert, erleben wir in diesen Tagen. Und deswegen mein Hinweis zum Brandenburger Tor mit läppischen 3000 Leuten, die sich dem entgegenstellen. Und ich finde, das ist auch ein sehr erschreckendes Merkmal, die dieser Krieg mit sich bringt, wie viel nicht Israelfeindlichkeit, sondern wie viel Judenhass einem wieder entgegenschlägt. Die Menschen, mit denen man Jahrzehnte zu tun hat, wie viel Judenhass in denen schlummert, das finde ich wirklich erschreckend. Und ich hätte das vor einem Jahr oder so hätte ich nicht geglaubt, dass es wieder so ist, dass jüdische Familien ihre Kinder nicht zur Schule schicken mögen. Ja, das stimmt, ja. Nein, das ist entsetzlich. Da teilen wir das Erschrecken miteinander. Und umso wichtiger ist, uns dagegen zu wehren. Und dazu heißt auch natürlich, was überhaupt deutscher und europäischer Politik möglich ist, und sie sind nicht entscheidend, sondern sie müssen nur mithelfen, dass es sozusagen eine Konfliktregelung gibt über diesen Krieg hinaus, über das Militärische hinaus. Und das war die Intention dessen, was ich sage jetzt. Frieden zu sichern heißt immer, Überleben von Menschen zu ermöglichen. Erst dann ist Frieden möglich. Okay. Wollen wir hier mal eine kurze Musik machen, damit wir das verdauen können? Klaus, hattest du noch eine Frage dazu? Du hast so genickt und Kopf geschüttelt, oder? Okay. Ja. So Leute, wir sind wieder da. Wir haben gerade über Israel und den Krieg dort im Moment gesprochen mit Wolfgang Thierse. Er ist heute bei uns zu Gast. Das freut uns sehr. Er war heute Morgen bei der Kundgebung am Brandenburger Tor und sagt, es waren also nicht unbedingt viele Leute da. 3000 sagt er, schätzt er ungefähr. Das können wir morgen nochmal nachgucken. Wir stellen euch alle Infos, über die wir heute gesprochen haben, unter den Film, den ihr ab Dienstag schauen könnt und mit einem sogenannten Faktencheck darunter. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Kriegsschauplatz und das ist Russland-Ukraine. Und Wolfgang Thierse hat im Frühling dieses Jahres einen Aufruf gestartet beziehungsweise einige Prominente aus Politik, Kunst, Wissenschaft haben einen Aufruf gestartet und da hieß es Frieden schaffen, Waffenstillstand, gemeinsame Sicherheit jetzt. Und da würde ich gern von ihm wissen, es war ja damals Konsens, dass man Waffen liefert und ansonsten, ich sag mal salopp, die Klappe hält und das auch in Ordnung findet. Und sie haben sich trotzdem dagegen gestellt und haben gesagt, nein, wir müssen aber auch Frieden schaffen, wir müssen auch, die Parteien müssen auch wieder an den Verhandlungstisch und so weiter und so fort. Haben Sie da in Ihrer eigenen Partei Ärger gekriegt? Wie war das in Ihrem Umfeld? Wie ist das aufgenommen worden? Also ich habe keinen Ärger in meiner eigenen Partei bekommen. Und es gilt ja auch für diesen Krieg, was für die Situation im Nahen Osten gilt. Jede Art von Besserwisserei und Klugscheißerei halte ich für unangemessen. Denn auch da erscheint die Situation ausweglos. Natürlich könnte man sich eine einfache Lösung vorstellen, das einfache Ende. Putin lässt es sein, beendet die Aggression und gibt die Ukraine wieder frei. Er könnte das. Er hat dieses Land überfallen. Und er kann diese Aggression beenden, aber nüchtern hingelegt ist das zunächst mal nicht zu erwarten. Wahrscheinlich wird das erst möglich sein, wenn Putin bemerkt oder zur Überzeugung gelangt, dass militärisch nichts weiter zu erreichen ist. Also dass militärisch die Sache nicht zu lösen ist. Beziehungsweise wenn er keine Soldaten mehr hat. Ja, aber da das ein größeres Land ist und dass, da er ja inzwischen auch Strafgefangene und Mörder an die Front schlägt, ja, gibt es da offensichtlich ein erhebliches Reservoir. Also ich habe damals diesen Aufruf unterschrieben, nicht weil ich meine, dass wir die Solidarität mit der überfallenen Ukraine aufkündigen sollten, sondern weil ich der einfachen Überzeugung bin, man muss auch in einem Krieg, bei dem man mit einer Seite solidarisch ist, trotzdem über diesen Krieg hinaus denken und Wege zu einer Beendigung des Krieges eröffnen. Das ist einerseits, das habe ich gerade erwähnt, es gibt militärische Voraussetzungen dafür, dass so etwas wie Waffenstillstand möglich ist oder gar Friedensverhandlungen. Aber selbst dies muss vorbereitet werden, indem es verborgene diplomatische Verhandlungen gibt, Sondierungen, was könnten Kompromisse sein, was könnten Schritte raus aus dem Krieg sein, wer kann nach einem Ende des Krieges oder bei einem Waffenstillstand welche Verantwortung übernehmen, damit tatsächlich ein dauerhaftes Ende des Krieges. All das muss schon im Kriege stattfinden, weil wir doch aus der historischen Erfahrung wissen, in den meisten Fällen enden Kriege nicht so eindeutig mit dem absoluten Sieg des einen. Solche Beispiele gibt es. Der Zweite Weltkrieg war ein solches Beispiel. Der konnte nur dadurch beendet werden, dass Deutschland, Nazi-Deutschland, eine totale Niederlage zugefügt wurde. Aber schon der Erste Weltkrieg ist nicht so zu Ende gegangen. Das war viel offener und das gilt für viele andere auch. Also dieses wissend, ist es durchaus vernünftig, darüber nachzudenken, oder jedenfalls, ein Aufruf ist ja eine fast hilflose Geste, gewissermaßen die Öffentlichkeit daran zu erinnern, ja zur militärischen Solidarität, aber das kann und darf nicht alles sein. Und hatten Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung eigentlich überhaupt keine Anstalten macht, da irgendwie diplomatisch reinzugehen? Also das Gefühl hatte ich zum Beispiel, dass man Diplomatie eigentlich gar nicht so in Erwägung gezogen hat. Das war mein Eindruck, der kann falsch sein. Wie sehen Sie das? Also zunächst mal hat Europa da keine so ganz große Rolle. Nicht? Wenn, dann ist die diplomatische Macht wären die USA und China, die sozusagen den wirklichen Einfluss auf Russland hätten, auf diesem politisch-diplomatischen Weg. Deutschland, die jetzige Bundesregierung, also der Kanzler Scholz, hat ja, und man muss sagen, brutal negative Erfahrungen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Fernsehbilder. Er spricht mit Putin an einem Tisch, wo die kilometerweit entfernt saßen. Das ist ja mit Absicht von Putin inszeniert. Es war ein mehrstündiges Gespräch und Scholz hat mit Marx und Engels Zungen, um einen Titel von Wolf Biermann zu verwenden, also versucht, bevor die richtige Aggression begann, eine Verständigung mit Putin zu erreichen, ihn zu weitergehenden Schritten abzuhalten, von denen damals noch nicht klar war, wie sie aussehen würden. Also das ist sozusagen eine Negativerfahrung. Und daraus kommt ja die Überzeugung bei der übergroßen Mehrzahl der westlichen Politiker, Putin wird erst bereit sein, irgendeinen Millimeter sich politisch, diplomatisch zu bewegen, wenn er militärisch nicht mehr vorankommt, wenn es militärisch schlecht für ihn aussieht. Das ist ein starkes Motiv, das ich nicht bestreiten kann, ein starkes Motiv für dauerhafte und starke militärische Unterstützung der Ukraine. Eine militärisch geschwächte Ukraine, die einer Niederlage entgegensieht, wird Putin nicht eine Sekunde ermuntern zu irgendwelchen Verhandlungen. Nein, dann will er den absoluten militärischen Sieg. Also in Amerika, so viel ich weiß oder so viel ich gelesen habe, die Republikaner haben ja, oder einige republikanische Politiker haben ja jetzt gesagt, also die Ukraine-Hilfe wird gekürzt. Das soll ja jetzt ab 2024 soll da ja eben nicht mehr so viel Geld hinfließen. Das heißt, damit wäre im Grunde, weil Amerika ist ja größter Geldgeber der Ukraine, das hieße also, dass dann, wenn noch mehr gekürzt wird oder wenn so weit gekürzt wird, dass eben da nicht mehr viel Bewegungsfreiheit ist, dass dann eben der Krieg zu Ende ist und ich sage jetzt mal, Putin gewonnen hätte. Nein, der Krieg ist dann noch lange nicht zu Ende, aber jedenfalls aus egoistischen Gründen würden die, wenn die Republikaner sich durchsetzen, Putin zu einem militärischen Sieg verhelfen. Aber ein militärischer Sieg an der jetzigen Front heißt doch noch lange nicht, dass das Kämpfen in der Ukraine zu Ende ist. So wie wir die Ukraine kennengelernt haben, werden die ihr Überleben verteidigen, wie auch immer, dann in einer anderen militärischen Form. Das gibt es ja auch. Also man darf nicht hoffen, oder jedenfalls nicht sicher sein, dass das Einstellung der Unterstützung, der militärischen Unterstützung des Westens für die Ukraine zu einem Frieden führt. Nee, nee. Bestenfalls dazu, dass dass Putin Russland das Diktat über die Ukraine nimmt, aber dann nimmt das Form eines Bürgerkrieges an oder wie immer wir das nennen. Guerillakrieg. Guerillakrieg etc. Guerillakrieg, natürlich. Also das muss man ganz, ganz nüchtern sehen. Und deswegen, andererseits, um es wiederum den Gesichtspunkt umzukehren, ich habe immer überlegt, was bedeutet es, wenn manche sagen, Russland muss besiegt werden, Putin-Russland muss besiegt werden. Da überlege ich mir, was heißt denn ein Sieg über Putin-Russland? Dieses riesige Land, das ist immerhin das größte Land, auch das reichste Land der Welt und es ist eine Atommacht. Ich weiß nicht genau, was ein Sieg über Russland bedeutet. Also da bin ich immer etwas vorsichtiger in der Formulierung und dachte, wie Olaf Scholz das formuliert hat, die Ukraine darf nicht verlieren und Putin-Russland darf nicht gewinnen. Das ist eine viel präzisere Formulierung. Aber ich weiß nicht, es geht ja nicht nur um Formulierung, sondern es geht darum, wäre der Erfolg der, dass man Putin-Russland dazu zwingt, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. In welchen Grenzen? Und jetzt kommt sofort die Frage, das ist dann Gegenstand von Sondierungen, von Gesprächen, zunächst im Verborgenen, dann Verhandlungen. Was heißt das? Und da gibt es ja, aber das ist ja nun auch wieder ein Dilemma, gibt es ja immer sofort das Thema Krim. Eben. Aber, nun muss man wissen, noch relativ am Anfang des Krieges, ich glaube, das hieß Istanbuler Vereinbarung, hatte Selenskyj Angebote gemacht, die Putin damals militärisch noch auf dem Vormarsch abgelehnt hat. Nach diesen Angeboten von Selenskyj gab es die Mordtaten von Butscha und die anderen, sodass es keine ukrainischen Präsidenten oder keine ukrainischen Politiker geben wird, die je wieder ein solches Angebot machen können, um des Überlebens, nicht nur des eigenen Überlebens, sondern des Überlebens der eigenen Nation willen, nach dieser Erfahrung des Krieges. Also das gehört auch zur bitteren Wahrheit dazu. Was ist davon zu halten? Ich habe es auch gelesen, und zwar der Ex-Bürgermeister von Hamburg, mir fällt jetzt der Name nicht ein, hat ja, wie der Krieg begann, gesagt, dass es so gewesen wäre, dass Putin sich an Amerika gewandt hätte, ein halbes Jahr bevor er einmarschiert ist und gesagt hätte, was machen wir jetzt mit der Krim? Und da hat Amerika sozusagen nicht geantwortet und dann ist Putin einmarschiert. Also das ist ja so eine Geschichte, die so grassiert. Was halten Sie davon? Also ich weiß nicht, es gibt ja alle möglichen, aber das war ja 2014, die Besetzung der Krim. Aber muss man wissen, die Besetzung der Krim war 2014. Das, genau. Und vielleicht, da sind wir im Bereich des Spekulativen, deswegen sage ich das sehr vorsichtig, weil ich nichts von dieser Besserwisserei post festum halte. Vielleicht war es eine Ermunterung für Putin, dass der Westen das hingenommen hat. Und zwar aus hochanständigen Gründen. Die Bundesregierung hat gesagt, trotz Krim, trotz dieses Aggressionsaktes, müssen wir im Gespräch bleiben, in Verhandlung bleiben, um einen Krieg zu verhindern. Das war das Motiv. Steinmeier und Merkel haben bis an den Rand der Selbstverleugnung Gespräche mit Putin geführt, um einen solchen Krieg, einen weiteren Aggression zu verhindern. Dass sie dafür nicht belohnt worden sind und dass der Putin gewissermaßen die Hinnahme dieser Aggression als Ermunterung empfunden hat, offensichtlich. Und dass die Niederlage des Westens, sage ich mal jetzt sehr vereinfacht, nämlich die der schmähliche Rückzug aus Afghanistan, Putin jedenfalls nicht abgeschreckt hat, sondern ihm den Eindruck erweckt hat, dieser Westen ist sowas von schwach, sowas von zerstritten. Ich kann mir eigentlich alles erlauben. Was ist mit der NATO-Erweiterung? Ist ja auch eine weitere mehr, dass man sagt, Putin hat gebeten, dass also es geht um die NATO-Erweiterung, dass Putin sagt, wie gesagt, die rücken mir auf die Pelle und ich muss mir Platz schaffen. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist keine Schwäche vom Westen, es wäre genau das Gegenteil. Das ist ja ein Prozess, der in den 15 Jahren vorher stattgefunden hat. Also jetzt gibt es ja hin und her und es hat ja gar keinen furchtbar großen Sinn, über die Vorgeschichte zu reden, weil die Konsequenzen aus der Vorgeschichte sind immer unterschiedlich. Also, dass Putin und dass nicht nur Russland, sondern kein Staat der Welt das Recht hat, über seine Nachbarn und deren Souveränität zu verfügen, das wollen wir doch wohl gelten lassen. Das Polen und auch die baltischen Länder und so weiter das Recht hatten, das steht im Völkerrecht, das hatte Jelzin Russland ausdrücklich anerkannt, sozusagen über die Zugehörigkeit zu Sicherheitsbündnissen selber zu entscheiden. Das muss auch Russland akzeptieren. Und es gab ja Verabredungen, es gehört ja mit zur Vorgeschichte dieses Ukraine-Krieges, dass die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland abgegeben hat, also sich gewissermaßen wehrloser noch gemacht hat. Das sind ja alles Erfahrungen, die mit zu bedenken sind bei der künftigen Lösung dieses Problems, bei dem Thema, nämlich dem eigentlichen, dem schwierigsten Thema jeder Friedenslösung. Es heißt, welche Sicherheitsgarantien gibt es für die Ukraine? Und wie sehen Sie das? Das ist ganz schwierig, ich weiß es nicht. Die wünschbare aus der Sicht der Ukraine ist NATO-Mitgliedschaft. Eine Mehrheit, wenn ich das richtig sehe, westlicher Politiker sagt, ja, es wird nicht ohne NATO-Mitgliedschaft gehen, aber wann? Muss das ein längerer Prozess sein? Muss man das verbinden mit so etwas wie Sicherheitspartnerschaft mit, ja, da muss man mit einem Nach-Putin-Russland? In diese Richtung kann man und muss man denken, weil wir natürlich, wie auch immer dieser Krieg ausgeht, Russland bleibt ein besonders wichtiger, weil so ein unendlich großer Teil Europas. Also muss man dann ein Modus vivendi mit Russland finden und dieser Modus vivendi muss so aussehen, dass die westlichen Nachbarn Russlands nicht dauerhaft Angst haben müssen vor einer neuen Aggression dieses riesigen Landes. Und meinen Sie, Putin nimmt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einfach so hin, klaglos? Das weiß ich nicht. Jetzt ist er führt ja jetzt schon Krieg, also er hat es ja nicht klaglos hin. Im Übrigen gibt es ja verschiedene Motive für Putin. Er erklärt, die Erweiterung der NATO sei ein Grund, aber er erklärt ja auch, hat das ja nun inzwischen mit einem ideologischen Überbau versehen, dass Ukraine eigentlich gar kein selbstständiges Volk ist, dass es ein Teil der großen Rus ist und dass sie nicht das Recht haben, selbstständig zu sein. Also da steckt ja eine ganze imperiale Geschichtsideologie dahinter. Und inzwischen hat man ja auch den Eindruck, dass dieser Krieg für das Putin-Regime geradezu überlebensnotwendig geworden ist. Es hat eine Kriegswirtschaft installiert, sozusagen seine Diktatur gefestigt. Er wird sich in 2 Monaten wird es Wahlen geben. Also dieses Putin-System ist jetzt sozusagen ein Aggressionskriegssystem geworden. Wie man davon wieder wegkommt, und daran muss ja Europa eine Rolle haben, wenn es wieder ein friedliches Zusammenleben geben will. Das ist eine besonders aufregende und besonders schwierige Frage. Und an dieser Stelle zitiere ich, was ich immer mal wieder, wenn ich darüber rede, mache, eine These von Karl Friedrich von Weizsäcker, dem berühmten Physiker und Philosophen. Der hat in den 60er Jahren, schon lange her, aber das habe ich mir damals gemerkt, weil es eine mich so verblüffende, weil absolut einsichtige These war. Der hat damals vertreten, die These, 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Das Gefährliche der gegenwärtigen Weltsituation besteht darin, dass eine der beiden Supermächte nur militärisch stark ist und in allen anderen Hinsichten schwach. Das macht dieses Land so gefährlich. Und das schien mir damals einsichtig, und ich glaube, das trifft heute wieder zu. Wenn man sieht, dass die Innovationsquote dieses Landes etwa so groß ist wie die von Belgien, wenn man sieht, dass die technologische Kraft, jetzt lasse ich mal die Kriegswirtschaft beiseite, so gering ist bei so einem riesigen, das ist doch das reichste Land der Welt, dann ist das beunruhigend. Und deswegen sage ich ja, wie auch, wenn es einen Frieden gibt, dann muss der Westen, dann müssen wir Europäer Interesse haben an Modernisierung dieses Landes, damit es sozusagen auch in jeder Hinsicht zivilisatorisch, bürgergesellschaftlich, technologisch, wissenschaftlich, kulturell ein gleichberechtigter Partner im europäischen Konzert wird. Das ist eine Perspektive, die einem jetzt fast aussichtslos erscheint, aber ich glaube, so weit muss man denken. So zu denken war mal ein Grundprinzip der Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Und hat jemand da was? Ja. Ich mal. Hier gern auf den Stuhl und... Ja. Dankeschön. Ich merke, ich komme von der Theorie. Ich habe mal vom ewigen Frieden gelesen. Berühmte Schrift von Immanuel Kant, ja. Von Kant. Ist schon ein bisschen her. Und hängen geblieben ist dieses... Wir können nicht... einem Gegner versuchen, unsere Prinzipien von Staat aufzudrücken, sage ich jetzt mal etwas grob. Eigentlich ging es darum zu akzeptieren, was der andere macht auf seinem eigenen Territorium. Richtig. Nicht besonders idealistisch, ja. Sehr, sehr, sehr pragmatisch. Und wenn ich gucke, was haben wir für theoretische Vorgaben, was haben wir für Wünsche, wie ein Staat sein soll, wie demokratisch er sein soll, wie frei seine Bevölkerung sein soll. Und was ist aber die Realität in Russland im Augenblick? Ja, und das haben Sie auch schon gesagt, war das nicht in Selbstüberhöhung und fast schon ungeschickt und fahrlässig zu sagen, wir können Russland besiegen. Ja? Nein, wir stimmen Ihnen ja vollständig zu, aber was Sie sagen, dagegen verstößt ja gerade Putin-Russland. Putin-Russland will der Ukraine etwas aufzwingen. Ja, aber das ist Realität. Ja. Ich will das jetzt nicht moralisch bewerten. Ich glaube, dass die mir zugestehen, dass ich nicht für diesen Überfall bin. Aber die Realität ist eine andere. Und wenn ich auch nochmal zurückgehe, den Konflikt Israel und Gaza, die Sicht auf den Konflikt der beiden Gegner ist immer total unterschiedlich. Ja. Und wir sind auf der einen Seite, haben vielleicht auch noch ein gewisses Verständnis für die andere, aber wir haben uns positioniert. Wir kommen aus einer Demokratie, mehr oder weniger funktioniert. Wir halten sie auch nicht für ideal, wir halten auch die USA nicht für ideal, aber trotzdem finden wir, das ist schon der bessere Weg des Herangehens. Aber die Realität ist eine andere. Und wir müssen überlegen, was sind Angebote, die wir einem autoritären Regime machen können, wenn wir mit ihm in Verhandlungen treten. Ja. Und ich erinnere mich, oder ich glaube mich zu erinnern, und das war keine gute Zeit für Finnland, weil man hat, ich glaube, Karelien abgetreten. Nicht, weil man es wollte, sondern weil der Gegner auf der anderen Seite derartig mächtig war, dass man gesagt hat, wir machen das jetzt, eine andere Chance sehen wir für uns. Ja. Na gut, aber nun geht es weder in diesem Krieg, also Ukraine-Krieg, der ein Aggressionskrieg Putin-Russlands gegen einen Nachbarn ist, noch ging es in den früheren Jahrzehnten darum, dass der Westen Russland sein System aufzwingen wollte. Das Prinzip der Entspannungspolitik bestand ja darin, Anerkennung von Realitäten, Berücksichtigung der Interessen des anderen, um zu gemeinsamen Vereinbarungen zu kommen. Wirtschaftlicher Austausch, menschliche Beziehungen, Abrüstungsabkommen und so weiter. Das hatte immer mit der Akzeptanz von Realitäten auf der anderen Seite zu tun. In der Erwartung auch, dass erst wenn man Realitäten anerkennt, sie sich auch verändern werden. Aber nicht durch Aggression von außen, sondern durch innere Prozesse. War übrigens eine höchst erfolgreiche Politik. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es die friedliche Revolution, die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas nicht gegeben hätte ohne die Vorgeschichte der Entspannungspolitik. Nicht sie allein, aber sie gehört ganz wesentlich zur Vorgeschichte dazu. Also insofern, ich habe ja nur gesagt, die Perspektive darauf ist, wenn wir erreichen wollen, dass ein so mächtiges, riesiges Land nicht dauerhaft eine Schlagseite hat, eine Schlagseite ins Aggressive, ins Militärische, ins Imperiale, dann müssen wir Formen der Zusammenarbeit finden, die eben Russland selber eine vergleichbare europäische Entwicklung ermöglichen. Sie nicht aufzwingen, sondern ermöglichen. Zumal Russland sich ja zu einem guten Teil selber als ein Teil Europas versteht. Das ist zwar, da gibt es eine lange Geschichte, über die wir jetzt nicht reden müssen, diese lange innerrussische Streit zwischen den Westlern und den Narodniki, sozusagen den Volkstümlern und denen, die sich nach Westen ausrichten wollten und so weiter. Aber sie stellen sich ja selber dem Anspruch. Sie stellen sich selber dem Anspruch, eine Demokratie sein zu wollen. Also bestimmten Idealen, die ganz wesentlich zunächst mal im Westen entwickelt worden sind, aber im Grunde universalistischer Natur sind. Also insofern kann man sie daran schon auch messen, Russland. Aber wie gesagt, wir entfernen uns jetzt von dem Kriegsthema, sondern reden über die Perspektive, was könnte eine Entwicklung sein, die sozusagen dauerhaften europäischen Frieden ermöglicht. Und das wird eine Welt sein, die hoffentlich und wahrscheinlich multilateral sein wird, also wo es nicht mehr nur eine Weltmacht gibt oder hoffentlich nicht nur die Wiederkehr des ehemaligen Kalten Krieges, also der Bipolarität der Welt, sondern jetzt spielt China eine andere Rolle, Indien wird eine immer wichtigere Macht, der globale Süden. Aber das muss eine Welt sein, die geregelt ist durch Vereinbarungen, durch Verträge, damit es nicht eine Welt der Gewalt sein wird. Es sollte so sein, ja. Das wünschen wir uns. Aber im Moment ist es nicht so. Ja, aber daran müssen wir arbeiten. Die Entspannungspolitik ganz, ganz wichtig gewesen und gut und richtig. Und wie sie in die Zukunft gucken, auch gut und richtig. Aber im Augenblick haben wir ja autoritäre Staatsführer wie Putin. Und ja. Er ist nicht der Einzige auf der Welt. Und das ist das Problem. Ja, und wir haben gelernt, mindestens aus Afghanistan, auch aus anderen Erfahrungen, dass man, Regime Change hieß das immer, dass man Diktatoren von außen leider nicht stürzen kann. Das ist eine bittere Lehre, aber da muss man ganz nüchtern die Konsequenzen daraus ziehen. Welche könnten das sein? Ja, sozusagen eine Welt der Multilateralität. Ich glaube ja, jetzt sozusagen nochmal damit man nicht in der Verzweiflung endet, sozusagen eine Wendung ins Positive. Ich glaube, dass es auch zwischen Staaten, Bündnissen, die innerlich unterschiedlich sind, unterschiedlich strukturiert sind, nicht alle im gleichen Sinne Demokratien sind, wie wir es im Westen verstehen, dass die alle doch fundamentale gemeinsame Interessen haben. Das erste Interesse ist das Überlebensinteresse angesichts der drohenden Klimakatastrophe. Ein zweites Interesse ist die Bekämpfung von weltweiten Pandemien, die nicht an Grenzen halt machen, wo man zusammenarbeiten muss. Die Klimakatastrophe kann man nur verhindern durch Zusammenarbeit, durch gemeinsame Anstrengungen. Ich weiß nicht, was jetzt da in Dubai gelingen wird. Flüchtlingsbewegungen. Nur lösbar durch gemeinsame Anstrengungen und so weiter und so fort. Und das sozusagen, ich denke, das ist so eine europäische Verpflichtung, sich nicht wieder reinzwingen zu lassen in eine bipolare Welt, sondern Bündnisse zu schmieden zur Lösung dieser gemeinsamen existenziellen Probleme. Also zu begreifen, wir brauchen Indien als einen ganz starken Partner, um das Klima zu retten. Wir brauchen Afrika als starken Partner, aber da müssen wir es auch stärken. Und nicht in sozusagen in diese Entgegensetzung, meinetwegen die künftige Entgegensetzung zwischen USA und China zu zwingen. Das würde vielleicht der Trump gerne machen. Eine neue bipolare Welt, USA da und China auf der anderen Seite. Wobei man ja sagen muss, die Staaten, die Sie gerade, also China und Indien, das sind ja aufstrebende Staaten. Das ist ja nicht mehr so, dass die von uns... Ausdrücklich. Es wird eine multilaterale Welt. Also es gibt ja jetzt schon Spekulatoren, der Herfried Münkler, unser wunderbarer politischer Theoretiker, der spricht von 5 Polen in der Welt. USA, China, er nennt auch Russland als eine Macht, dann Indien und Europa. Nicht? Und also sozusagen als Machtzentren, ich weiß nicht, ob er recht hat, das ist so eine schöne Spekulation, aber darin steckt ja eben, dass es nicht die Wiederkehr des alten Gegensatzes, den wir Ost-West-Gegensatz nennen, also der Bipolarität. Und wenn wir sehen, wie wichtig Brasilien wird, gerade bei der Lösung der Verhinderung der Klimakatastrophe, und das ist ja ein Land, das selber so groß ist wie Europa. Muss man sich immer vorstellen, wie riesig allein dieses Land ist. Ne? Okay. Malisa, ja? Wie sehen Sie die BRICS-Staaten? Die gehören ja dazu. Das ist da bin ich sehr neugierig, wie das dauerhaft funktioniert, weil ja eben da gehören China und Russland dazu, aber eben auch Brasilien, Indien und Südafrika. Und ich bin gespannt, ob sie dauerhaft gemeinsame Interesse haben. Oder ob das gemeinsame Interesse jetzt sozusagen der anti-US-amerikanische Impuls oder die Emotion oder ein Interesse ist. Weshalb ja ich wieder ausdrücklich sage, die Europäer müssen ein Interesse haben, dass diese Konfrontation sich nicht verschärft. Weil sie unheilvoll ist, weil sie nicht sehr beiträgt zu der Lösung der globalen Probleme. Okay. Ja, das ist etwas ab. Jetzt die Frage, ich stelle sie trotzdem mal, kommt die aus dem Chat oder kommt die von dir? Okay. Hat die heutige Diplomatie versagt? Wäre dieser Krieg, also Russland-Ukraine, unter Brandt und Genscher möglich gewesen, Ihrer Meinung nach? Das weiß ich nicht. Nein, ich weiß es nicht und ich fürchte ja, dass der Ukraine-Krieg auch da möglich gewesen wäre, wenn es einen Typus wie Putin gegeben hat. Es gehört mit dazu. Das ist, man muss ja ein paar Unterscheidungen machen, weil ich halte auch nichts von, sozusagen von der Entspannungspolitik Romantik, dass man die Verhältnisse von damals auf heute übertragen kann. Damals war die Sowjetunion eine, wie soll man sagen, defensive Macht geworden. Es war keine expansive Macht mehr. Erinnern Sie sich an die Brezhnev-Doktrin? Die hieß, nicht einmischen in unseren Laden, in unseren Machtbereich, das regeln wir euch. Ihr kümmert euch um euren. Das ist eine defensive Einstellung gewesen. Bei Putin ist das ganz anders. Er will die Verhältnisse, die Grenzen verändern. Er will aus Russland wieder eine imperiale Macht herstellen. Also die Niederlage der Sowjetunion hatte er ja selber als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts genannt. Und das hieß ja das Ende des Kommunismus, des Sowjetkommunismus, muss man mal sagen. Und jetzt will er daraus wieder sozusagen die großimperiale Macht herstellen. Und Ukraine ist sozusagen der erste und wichtigste Punkt. Immer noch mit dem Überbau nicht, das sei ja eigentlich gar kein selbstständiges Volk. Das ist ein Unterschied. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren war das anders. Dazu beigetragen hat die militärische Stärke des Westens. Der Brezhnev hat begriffen, der Westen ist so stark, militärisch kann ich den nicht schlagen, es hat keinen Zweck. Die Ersatzkonflikte, die überall in der Welt stattgefunden haben, waren Ersatzkonflikte, immer begrenzt. Der große Konflikt wurde vermieden. Dazu hat die westliche Stärke, die Einsicht und die defensive Grundeinstellung der Sowjetunion beigetragen und natürlich die Anstrengung der Entspannungspolitik, deren Wirkung ja war, ich nenne das immer etwas vereinfacht, dass die Schützengraben-Situation überwunden worden ist. Dass es Beziehungen gab, Verträge, wirtschaftlichen Austausch, was ja auch Abhängigkeiten schafft. Ja, man muss immer wissen, diese Entspannungspolitik hatte ein politisches Ziel und Wirtschaft war dazu ein Instrument. Jetzt in der zweiten Hälfte der Entspannungspolitik war es, das kann man kritisieren, also in den 90er Jahren, Schröder-Merkel-Zeit, war es umgekehrt. Das wirtschaftliche Interesse war dominant. Und ich will das nicht, das war das Interesse unseres Wohlstands. Deutschland lebte von der billigen Energie, die wir aus Russland bezogen. Daher stammt zu einem guten Teil unser Wohlstand. Wenn man das jetzt kritisiert, muss man ein bisschen Selbstkritik, deutsche Selbstkritik üben. Gesellschaftliche Selbstkritik gehört zur bitteren Wahrheit dazu. Noch eine Frage dazu? Noch so. Nee, das ist keine Frage, das ist nur eine Feststellung, nochmal ein Vertiefen. Mikro. Ein Vertiefen nochmal. Ja, es kommt auch auf die Leute drauf an, die an der Spitze stehen, die den Einfluss ausüben und wohin sie wollen. Und wenn jemand diesen autoritären Auftritt hat und auch eine andere Vorstellung, sage ich jetzt mal naiv, obwohl ich wenig davon weiß, von Kriegsführung. Butcher oder auch in Israel diese Vergewaltigung und dieser Überfall, das dürfte kein Zufall gewesen sein, sondern das ist eine bestimmte Art der Kriegsführung, der Auseinandersetzung. Mit einem Maximum an Gewalt und ja, wie soll ich es nennen, Anti-Verhandlungsfähigkeit in einen Konflikt zu gehen. Das ist eine unglaublich schwierige Situation, wo etwas, was man auch vielleicht eine gewisse Zivilisierung der Kriegsführung nennen kann, auf einmal nicht mehr funktioniert. Also die beiden Konflikte sind unterschiedlich hart drauf. Wir haben Großinstitutionen wie die UNO und ähnliche in ihrer Wertigkeit herabgestuft sind im Augenblick. Richtig. Und es ist eine unglaublich... UNO sind ziemlich ohnmächtig geworden, das hat natürlich auch mit dem Streit der großen Mächte zu tun. Ja, also der Respekt vor Regeln und Vereinbarungen ist rapide gesunken. Es ist ja auch, also es gehört ja mit zum Entsetzen, dass man sieht, Hamas begeht nicht nur Mordtaten, sondern filmt sich dabei. Die Nazi-Verbrecher, die SS, wollte ihre Verbrechen lieber verstecken. Die Konzentrationslager sind weit weg errichtet worden, damit sie nicht so öffentlich sichtbar wurde, die Schandtaten. Die Hamas zeigt ihre Mordtaten. Das hat eine ganz andere Qualität. Und deswegen umso mehr entsetzt uns ja die Reaktion in Teilen der arabischen Welt, nämlich eine begeistert zustimmende. Darin stecken schon Momente von wirklicher Entmenschlichung und einer neuen Phase von Verrohung. Das hat natürlich auch mit den technischen Möglichkeiten zu tun, die es nicht gab. Also der Vergleich sollte nichts bei den Nazis entschuldigen, sondern nur, dass man offensichtlich die Brutalitäts-, die Gewaltsamkeitsspirale noch mal höher drehen kann. Ins Unvorstellbare offensichtlich, nicht? Naja, wollte ich gerade sagen, Sie wissen nicht, wie es gewesen wäre, hätten wir damals schon Internet und diese Bilder zur Verfügung gehabt. Aber es war schon so, dass die Deutschen und die Öffentlichkeit sollte nicht so viel mitbekommen von dem wirklichen, dem Ausmaß der Verbrechen. Und die Hamas zeigt sie. Das ist jedenfalls ein Unterschied, der mich beschäftigt. Naja, es ist eine offene Drohung, ne? Im Gegensatz zu... Birgit, ins Mikro, gerne. Ja. Das ist halt eine offene Drohung, die eben nicht nur den Israelis, sondern den Frauen in Israel gilt, die ja völlig unabhängig. Es waren ja auf diesem Festival Menschen aus aller Welt. Es waren ja nicht nur Israelis da. Wobei ich nicht glaube, dass die Hamas das wusste, dass sie eine Vorstellung von diesem Festival hatte. Aber feiernde Menschen sind denen ja schon mal ein Raus an sich. Und genau darum geht es. Es geht um diesen westlichen Lebensstil. Und natürlich ist das jetzt nicht zufällig alles in Israel passiert und nicht zufällig logiert die Hamas direkt vor Israel. Aber es ist halt eine Drohung. Und die Drohung, das machen wir mit euch auch. Und das sollten wir einfach ernst nehmen, wo ich wieder beim Thema bin. Was hat das mit uns zu tun? Ja, ja. Das mich an der Frage eben am meisten interessiert. Und ich würde auch widersprechen, dass es dabei um den Kriegsakt ging. Das war nicht die Frau als Kriegsbeute, sondern es richtete sich ganz gezielt gegen Frauen, und zwar gegen uns alle, egal wo auf der Welt. Frauen haben Untertaninnen zu sein, haben nicht sichtbar zu sein. Nicht umsonst werden Mädchen nach 9 Jahren in Gaza verschleiert. Und da sind natürlich feiernde Frauen oder auch freie Frauen in den Kibbutzen, die sie überfallen haben, das absolute Gegenmittel. Darum ging es. Und das wollen sie der Welt zeigen. Und sie wollen der Welt damit drohen, nicht nur Israel. Und das sollten wir nicht unterschätzen, finde ich. Stimme Ihnen absolut zu. Stimme Ihnen absolut zu. Gut. Machen wir eine Musik kurz zum Verdauen. So Leute, da sind wir wieder. Wir kommen zur letzten halben Stunde. Wir haben heute Wolfgang Thierse hier und freuen uns, dass er da ist und einige Fragen beantwortet. Wir haben gerade über den Israel-Gaza-Krieg bzw. über den Überfall der Hamas auf Israel und die Kriegshandlungen, die darauf folgten, gesprochen und über den Krieg Russland-Ukraine. Und jetzt würde ich gerne wissen, Wolfgang Thierse ist SPD, das wissen vielleicht die meisten, aber ich sage es trotzdem nochmal, die SPD stellt im Moment den Bundeskanzler und nach Umfragen, die ich einmal im Sommer gelesen habe und einmal kürzlich heute nochmal in Vorbereitung auf die Sendung, waren im Sommer 50% der Menschen in Deutschland dagegen, dass weiter Waffen geliefert werden an die Ukraine, und inzwischen sind es 70%. Und dennoch ist verkündet worden, dass 2024 vermehrt Panzer, vor allem, was ja eine ganze Zeit lang tabu war, da haben wir, also da redet überhaupt niemand mehr drüber. Es war eine ganze Weile, wie der Krieg anfing, war es ein absolutes Tabu, dass Panzer an die Ukraine geliefert werden. Und das ist überhaupt kein Thema mehr. Und also Olaf Scholz hat vor einiger Zeit verkündet, 2024 werden Panzer und Munition geliefert. Und da würde ich gern von Wolfgang Thierse wissen, kennt er die Umfragen, wie sieht er das, dass die Bevölkerung das, denn das ist ja das Geld der Bevölkerung, der Staat hat kein Geld, das sind Steuergelder, und ist ihm das egal, wie die Bevölkerung dazu steht? Ja, bitteschön. Also zunächst einmal, Demokratie heißt nicht, dass Politik all das zu machen hat, was Meinungsumfragen ergeben, sondern Politik ist das Aushandeln von Interessen, der Streit über Lösungen, das Austragen von Konflikten und Auswegen und dafür Mehrheiten zu finden, vernünftige, sachlich angemessene Vorschläge. Also Demokratie ist Streit, ist Diskussion und nicht nur sozusagen, man sagt eine Meinung und sie kann umgesetzt werden. Also Sie wissen, wenn man in Deutschland, das klassische Beispiel ist, wenn man fragt, sollen wir die Todesstrafe wieder einführen, ist vermutlich eine Mehrheit dafür. Trotzdem gibt es, wie ich finde, zwingende Gründe, an der Abschaffung der Todesstrafe festzuhalten. Also das nur als ein etwas grobes Beispiel. Das nur vorneweg. Jetzt zu dem engeren Thema. Sie wissen auch, dass die gegenwärtige Bundesregierung, eigentlich vor allem Olaf Scholz und die SPD, schärfstens dafür kritisiert werden von der Opposition, also von der CDU, übrigens auch von den Grünen und von der FDP, dass sie zu wenig Waffen liefert an die Ukraine, dass sie militärisch nicht ausreichend solidarisch ist. Scholz wird immerfort vorgeworfen, er sei zu zögerlich, das sei Verrat an der Ukraine. Aber nicht aus der Bevölkerung, nein, sondern aus der Politik. Ich beschreibe jetzt. Die Politik ist ja auch ein Teil der Bevölkerung. Schließlich sind die alle gewählt worden von derselben Bevölkerung. Also ich will nur sagen, dass, da sind wir auf der Ebene des Streitens, was da stattfindet. Ja? Und jetzt muss man argumentieren, welche Gründe, vernünftigen, starken Gründe gibt es für die militärische Solidarität mit der Ukraine? Wir haben darüber gesprochen. Wenn der Westen, darin Deutschland, die Ukraine militärisch nicht unterstützt, siegt Putin und besetzt die Ukraine, und die anderen Nachbarländer Russlands in Europa fürchten, dann setzt er diesen militärischen Siegeszug fort gegen die ehemaligen Sowjetrepubliken in den baltischen Ländern, Estland, Lettland, Litauen. Die Polen haben eine geradezu existenzielle Angst, eine dramatische Angst vor ihrem östlichen Nachbarn. Deswegen sage ich, es gibt schon aus diesem Grunde, weil wir das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unterstützen, weil wir Europa verteidigen, bedarf es der militärischen Unterstützung auch durch Deutschland. Das ist sozusagen das starke Motiv, und dann muss man darüber diskutieren, Welche Waffen müssen es sein? Da wird Olaf Scholz dafür kritisiert, dass er immer gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass die Waffen, die wir liefern, keine, jetzt mit dem Hilfsbegriff, zu offensiven Waffen sind. Das war immer so eine Regel, Verteidigungswaffen, bestimmte Panzer sind geliefert worden schon, die Luftabwehr, Panzer etc. etc. Ich glaube sogar, dass wir die Pflicht haben, viel mehr für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu tun. Sie wird tagtäglich, werden weit von der Front, werden Städte, Krankenhäuser, Schulen bombardiert von Russland. Und das ist der ständige Vorwurf an den Westen, auch an Deutschland, ihr helft uns nicht gegen diesen Terror von Putin-Russland. Das muss man immer wieder neu erklären. Gegenüber auch der eigenen Bevölkerung muss man auch erklären, dass das eine politische, auch eine politisch-moralische Verpflichtung ist, diese Solidarität gegenüber der Ukraine. Und in welchen Schritten das passiert, hängt natürlich davon ab, was möglich ist, was technisch, was wirtschaftlich möglich ist, welche Kraft wir haben. Es soll so geschehen, dass die Perspektive auf ein Jenseits des Krieges, also auf einen möglichen Waffenstillstand noch offen bleibt, immer mit dem Signal an Putin, wir eskalieren nicht. Es ist immer Putin, Russland, der es eskaliert hat. Der Westen reagiert auf Eskalationen, hält dagegen. Die Wehrlosigkeit der Ukraine wäre etwas, was wir nicht verantworten können. Ich sage, einer der wichtigsten pazifistischen Grundsätze ist, Wehrlosigkeit kann ich immer nur von mir selber verlangen, nicht von anderen. Wie erklären Sie sich dann, dass die Bevölkerung das eben mehrheitlich, wenn man jetzt 70% als Mehrheit sehen will, das ist ja mittlerweile 70%, dass sie das eben nicht so sehen wie also es gibt, lassen wir mal die Zahlen beiseite, gibt es ja ganz unterschiedliche, aber Sie wissen, wie das ist. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist ja auch immer gegen Steuern und gegen Steuererhöhungen. Zugleich will die Mehrheit aber, dass viel mehr ausgegeben wird für Bildung, für Medizin, für Universitäten, für Renten, für soziale Sicherheiten und so weiter. Aber bitte möglichst die Rentensteuern nicht senken, sondern nicht erhöhen, sondern senken. Also das ist schon ein, wie ich finde, verständliche Grundeinstellung. Wenn etwas von mir verlangt wird, wenn etwas was kostet, dann ist man zunächst mal sehr skeptisch und dagegen und möchte stark überzeugt werden, dass das notwendig ist. Und das ist dann auch eine Aufgabe von Politik, die Bürger zu überzeugen, dass das und das Ziel verdient, auch unterstützt zu werden, dass es vernünftig ist, dafür und dafür und dafür Geld auszugeben. Das ist ein guter Teil von Politik. Politik ist immer der Streit um das zu knappe Geld. Vielleicht, oder meinen Sie vielleicht, dass es auch eher eine gewisse Friedenssehnsucht in der Bevölkerung? Immer auch, selbstverständlich. Aber dann sage ich, die Friedenssehnsucht wird doch nicht dadurch befriedigt, dass ich die Ukraine wehrlos mache, sondern da muss man doch den Aggressor hindern, weitere Kriege zu führen oder etwa den Aggressor, den Krieg mit einem Sieg zu beenden. Das dient eher dem Frieden. Also, auch da haben wir die Deutschen eine fundamentale Erfahrung gemacht, an die man erinnern muss, jedenfalls die Älteren werden sich noch wissen. Das Münchner Abkommen 1938, da war Frankreich und England, das waren die beiden westlichen Mächte, waren dann einverstanden, dass Hitler die Tschechei, wie das damals hieß, bekommt. Um des lieben Friedens willen haben sie einer Besetzung, einer Aggression Deutschlands zugestimmt. Das hat Hitler Deutschland nicht am weiteren Krieg gehindert. Es gibt so eine Erfahrung, dass sozusagen falsche Friedenssignale, falsche Nachgiebigkeit einen Aggressor eher ermutigt als entmutigt. Das gehört auch dazu. Und ich habe ja vorhin daran erinnert, der schmähliche Abzug aus Afghanistan. Die Uneinigkeit des Westens waren für Putin eher Einladungen, die Ukraine zu überfallen und nicht Abschreckung, das nicht zu tun. Gut. Ja, bitte. Ich sag's einfach, Ja, bitte. Glauben Sie ernsthaft daran, dass Russland einen NATO-Staat angreifen würde? Also wir haben und die weitere Frage, vor dem Konflikt jetzt, also bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Gibt es da auch Fehler seitens des Westens? Ja. Also die zwei Fragen. Ja, also die zwei Fragen. Erstens gab es Fehler des Westens vor dem Ukraine-Überfall und zweitens, ob ich glaube, dass Russland ein NATO-Land überfällt. Also erstens, natürlich gab es Fehler des Westens. Über die kann man sprechen. Ich nenne ein hübsches Beispiel, weil unser viel geliebter amerikanischer Präsident Obama hat eine besonders dumme Äußerung gemacht. Russland sei keine Weltmacht mehr, sondern bestenfalls eine Regionalmacht. Solche demütigenden Äußerungen sind schlicht dumm. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Aber rechtfertigen diese Fehler diesen Aggressionskrieg? Na eben. Deswegen sage ich, man muss über diese Fehler reden, diskutieren. Es gehört zu den Vorzügen einer Demokratie und des Westens, dass auch Selbstkritik immer möglich und angemessen ist. Aber die zweite Frage, ob ich glaube, auch mein Glaube ist ganz uninteressant. Wir haben uns nur vor dem 21. Februar 21 ist schon wieder 2 Jahre her, also 22, auch nicht geglaubt, dass Russland die Ukraine überfällt. Das haben wir nicht geglaubt. Aber die Ukraine ist ja nun kein NATO-Staat. Nein, nein, aber wir haben nicht geglaubt, dass Russland bereit sein wird, ein großes und wichtiges europäisches Land zu überfallen. Das Erschrecken darüber sollte uns jedenfalls nicht einschläfern und sagen, ich halte das für ausgeschlossen. Allerdings, es geht ja nicht um einen frontalen Überfall, sondern der erste Schritt, die Ukraine einzunehmen mit den weiteren Wirkungen auf, Sie wissen, Georgien, Moldawien, all diese Länder stehen unter dem Druck Russlands. Und selbst wenn Sie sagen, um es nochmal wieder umzukehren, man soll nicht glauben, dass Putin Russland, ein NATO-Land, überfällt, ja, dann ist das ein Argument, dass die NATO besonders militärisch stark sein muss, stärker als sie in den vergangenen Jahren war. Deswegen möchten die baltischen Länder, dass Bundeswehrsoldaten dort sind. Man stelle sich vor, deutsche Soldaten wieder in einem Land, das Deutschland überfallen hat. Dasselbe hatten wir bei Ex-Jugoslawien erlebt. Also wenn Sie so fragen, dann heißt das auch, die Unwahrscheinlichkeit eines Überfalls Russlands auf ein NATO-Land dadurch noch unwahrscheinlicher zu machen, dass die NATO militärisch stärker ist. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Mehrheit der Leute sagt, nein, noch mehr Geld für Rüstung, das ärgert mich auch. Ich finde ja, zu den furchtbarsten Folgen dieser putinschen Aggression gehört, dass wir jetzt wieder in einer Hochrüstungsphase in der Welt sind, dass die Ausgaben fürs Militärische wieder gesteigert werden. Wir brauchen das Geld für was ganz anderes. Aber das ist auch eine der Folgen. Gerade weil plötzlich die Angst hat, wenn der das Land überfällt, ja, dann müssen wir doch für unsere Sicherheit viel mehr tun. Und dagegen habe ich ganz schlechte Argumente. Also die putinische Aggression hat so verheerende Folgen für unsere Welt, dass da kann man immer nur den Kopf schütteln und traurig sein. Ich würde noch gern auf den Parteibeschluss der SPD kommen. Ich habe das gestern aktuell im Internet gesehen. Ich habe mir ein paar Minuten angeguckt. Livestream. Globale Führungsrolle Deutschlands im Russland-Ukraine-Krieg. Das hört sich so ein bisschen... Nein, da muss man genauer hingucken. Da muss man wissen, den Hintergrund. Das ist ein doppelter. Erstens ist dieser Parteitagsbeschluss auch ein Beschluss des selbstkritischen Blicks auf eine falsche Einschätzung Russlands. Auch die Sozialdemokraten, wie die Mehrheit des Westens und der deutschen Bevölkerung, haben sich nicht vorstellen können, wozu Russland unter Putin fähig ist. Also wir müssen das korrigieren. Das ist ein Moment. Zweitens, Deutschland ist nicht mehr das kleine Land, das einen Weltkrieg verloren hat und deswegen politische... Den zweiten, ja, also ich bezog mich jetzt auf den letzten. Ja. Ach so, okay. Ja, aber sonst zwei, aber den Weltkrieg verloren hat, aus einem furchtbaren Regime kommt und nun politisch und militärisch sich zurückhalten muss. Noch bis Helmut Kohl galt, Deutschland zahlt, aber beteiligt sich militärisch nicht. Übernimmt keine politische Führungsrolle, aber zahlt. Ich habe jetzt ist etwas sehr vergröbert, aber es war so. Und ich glaube, dass das nicht mehr so ist. dass die Erwartung an Deutschland in Europa immer die ist: Ihr seid die größte Wirtschaftsmacht des Kontinents, die viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Ihr könnt euch nicht mehr drücken. Ihr müsst politisch eine wichtigere Rolle spielen. Und da im Konzert der politischen Mächte diejenigen eine größere Rolle spielen, die auch militärisch nicht ganz schwach sind, gibt es da einen Zusammenhang. Wir brauchen nicht nur von den USA zu reden, wir können von Russland reden. Wir reden von China, die seit Jahrzehnten immer weiter aufrüsten. Bald auch eine Militärmacht sein. Wir haben schon die ersten großen Kreuzer in Dienst gestellt und so weiter. Ich will das nicht übertreiben, sondern ich sage mir als Sozialdemokrat, Deutschland muss eine wichtige Rolle spielen als Teil von Europa beim Schmieden von Bündnissen, von Vereinbarungen zur Verhinderung der Klimakatastrophe, zur Regelung von Flüchtlingsbewegungen, zum wissenschaftlichen Austausch, zu Wirtschaftsverträgen und so weiter und so fort. Da muss Deutschland eine aktivere Rolle spielen, als es bisher gespielt hat. Das sind übrigens auch die Erwartungen der anderen Länder an uns. Die sagen, die Deutschen sind so wichtig, die sind wirtschaftlich so stark, die müssen auch eine größere Rolle spielen. Und das ist auch wichtig. Stellen Sie sich mal vor, der Putin wird wieder, Trump wird jetzt wieder gewählt. Ja, Entschuldigung, dann müssen wir uns doch von den Amerikanern, von dessen Politik unterscheiden. Und das heißt, Europa und darin Deutschland muss stärker werden und selbstständiger werden. Auch das steckt in diesem kleinen Wort Führungsrolle drin. Das heißt doch nicht, an der deutschen Wesen soll die Welt genesen oder Ähnliches. Also das ist gespenstisch. Sie sehen eher so Emanzipation zum Beispiel von Amerika. Ja, nein, zum Beispiel, aber dass es sozusagen Europa sozusagen ein eigenes Gewicht hat und Deutschland auch seine Rolle wahrnehmen muss und sich nicht mehr drücken kann. Das ist übrigens auch die Erwartung, selbst von Biden, dem demokratischen Politiker, der jetzt im Nahen Osten ja eine gute Rolle spielt. Die sagen auch, die Europäer und ihr Deutschen, ihr müsst eine gewichtigere Rolle spielen. Es ist doch beschämend, dass wir zum Beispiel im Nahen Osten gegenwärtig keinen Einfluss haben. Was die Deutschen da denken und tun, das ist nicht wichtig. Ja. Ja gut, aber bei unserer Geschichte... Aber ja, nein, ist auch, ich sage ja, ist geschichtlich erklärt. Ich habe ja gesagt, es rührt her aus unser Zweiter Weltkrieg, Nazi-Verbrechen und so weiter, dass vernünftigerweise, es ging ja zunächst immer nur um die Bundesrepublik, nicht um die DDR, das soll eine bescheidene Macht sein. Bestenfalls eine kleine Mittelmacht in Europa. Und dann haben wir gemerkt, dass nach 1990, nach dem Ende der Zweiteilung der Welt, dem wiedervereinigten Deutschlands, dem vereinigten Europa, plötzlich Deutschland wichtiger geworden ist und die Erwartungen an Deutschland auch größer geworden sind. Ich habe das selber als Bundestagsabgeordneter zu meiner eigenen Bestürzung erlebt. Stichwort Bürgerkrieg in Jugoslawien. Ich hätte mir doch nicht vorstellen können, dass dort, wo die Nazi-Soldaten mal gewütet haben, dass dort Menschen sagen, wir wollen lieber deutsche Soldaten haben als amerikanische Soldaten, die unseren Frieden schützen. Da habe ich gesagt, was ist jetzt passiert? Also ich erzähle das so, um zu sagen, weil das ist nicht nur sozusagen neues Großmachtstreben, das wäre ja Wahnsinn, wenn wir das machen würden, sondern uns den Erwartungen der Welt stellen, also sozusagen eine friedenstüchtige Macht sein, zu der aber eben auch Verteidigungsbereitschaft gehört, weil man sonst nicht zählt. Leider ist die Welt so. Okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Abschlussmusik und dann würde ich noch gern wissen, was auf dem SPD-Parteitag so für 2024 Wichtiges beschlossen wurde. Also wenn Sie da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ich war ja nur einen Tag da, ich bin ja nicht mehr Parteitagsdelegierter. Ich bin doch nun über 80. Aber Sie sind doch bestimmt Ehrengast dort, ja, auf diesem Parteitag. Aber oder? Nur am Freitag da. Also ich bin so, ich hatte okay, dann erzählen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen was. Gestern noch eine andere, was habe ich denn gestern wieder eine andere Veranstaltung noch gehabt? Und ich dachte, ich muss nicht mehr mit 80 3 Tage da sitzen. Gut, aber ich habe Höchst gesehen. Gerade den Scholz so an den Arm gefasst. Ja, ja. Roman, machst du noch die letzte Musik? Ja. Ja, aber Scholz nochmal, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Na. Und sich nicht beteiligt und wurde dafür schärfstens kritisiert. Sind wir auf Sendung? Okay, gut. Wir sind wieder auf Sendung. Wir führen hier schon in der Pause Gespräche. Vielleicht können wir das einfach nochmal ganz schnell, bevor wir zum letzten Thema kommen, ganz schnell nochmal aufarbeiten, oder nicht? Okay, gut. Es ging ja, oder eigentlich geht es ja darum, um die Verantwortung, die wir in der Welt haben. Und genau. Ich finde, wir haben zunächst mal eine Verantwortung für uns selber, für unsere Geschichte. Und sowohl dein Kollege als auch ich haben aus unseren Familien erzählt, die ebenfalls sozialdemokratische Familie ist, in meinem Fall jedenfalls, und die zu Krieg eine ganz andere Meinung hätten, wenn sie heute noch leben würden als die SPD. Also hat man das gehört, Klaus? Haben wir genug Mikro? Ich will das nochmal ganz entschieden sagen. Wir führen keinen Krieg. Es geht auch nicht um Kriegsbegeisterung, sondern es geht um Solidarität mit einem überfallenen Land. Wenn wir diese Solidarität aufkündigen, ermuntern wir Aggressoren überall auf der Welt, nicht nur Putin, Russland, weiterhin noch mehr Kriege zu führen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, Deutschland führt keinen Krieg. Und das, ich bin sicher, das wird auch so bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zumal eine sozialdemokratische Regierung jemals einen Krieg führt. Wir unterstützen ein Land, das seine Selbstbestimmung, sein Lebensrecht verteidigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gut, das ist eine gute Überleitung zum letzten Thema. Und zwar wäre das, dass viele Leute das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gehört. Die Politik hat die Bodenhaftung verloren und auch die Haftung zur Bevölkerung. Und die Politik macht einfach, oder wie man immer so schrecklich hört, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Dieser schreckliche Spruch. Also wie kommt das? Was glauben Sie, wie das zustande kommt? Und was die SPD, die ja nun den Bundeskanzler stellt und auch noch nächstes Jahr stellen wird, ob das da angekommen ist und was gedacht wird, dagegen zu unternehmen und ob überhaupt gedacht wird, etwas dagegen zu unternehmen. Bitte. Also Sie beschreiben richtig eine verbreitete Stimmung, die auch ein Vorurteil ist. Und dann bitte ich um Nüchternheit. Das Volk gibt es nur im Plural. Die Bevölkerung ist nicht einer Meinung, die sind ganz unterschiedlicher Meinung. Und die ist auf unterschiedliche Weise unzufrieden. So wie die Politik gibt es auch nicht, sondern es sind Politiker unterschiedlicher Parteien, dann geht es um diese oder jene Entscheidung. Und in Zeiten, und jetzt will ich versuchen zu erklären, diese Stimmung, wie ich das verstehe. Wir sind in Zeiten dramatischer Veränderungen, die gleichzeitig stattfinden. Globalisierung, also verschärfte weltweite Konkurrenz, Flüchtlingsbewegungen, Klimawandel mit katastrophischen Folgen, Digitalisierung der Produktion, künstliche Intelligenz, die eine radikale Veränderung unserer Produktionsweise führen wird. Der Klimawandel zwingt uns zu einer radikalen Veränderung unserer Konsumptions- und Lebensweise. Also ganz viele dramatische Veränderungen, die nicht ohne Schmerzen zu bewältigen sein werden, die auch Menschen ängstigen und zu Abwehr führen oder zu Veränderungserschöpfung, hat neulich ein Soziologe einen schönen Begriff geführt, die auch dazu führen, dass der Wunsch immer dramatischer wird, die Politik soll es richten, die soll die einfachen, schnellen Lösungen zustande bringen, ja geradezu Wunder. Und da die Politik das nicht leisten kann, zumal demokratische Politik, wo es ja immer auch um Streit geht, ist man mit ihr zu unzufrieden und sagt, die da oben wissen nichts. Aber dabei ist die Politik ständig, zumal die jetzige Regierung, immerfort mit der Lösung gleichzeitiger Krisen befestigt. Kriege, Klimawandel, der demografische Wandel, dass wir älter werden und die Jüngeren weniger sind, was ja für den Sozialstaat Folgen hat, also für die Rente und so weiter. Flüchtlingsströme zu regeln, was auch nicht ganz einfach geht. Grenzen dicht machen für ein Land, das eine Exportnation ist, das von einer offenen Welt lebt. Aber der Wunsch bei vielen, die Ängste haben vor zu vielen Flüchtlingen ist, schmeißt die alle raus, macht die Grenzen dicht. Aber da kann doch Politik nicht sagen, das machen wir so, wenn wir zugleich eine offene Welt brauchen, weil wir Handel brauchen, menschlichen Austausch brauchen. Also das ist die schwierige Konfliktlage. Und dann entsteht so, die wissen nichts von uns. Und da sage ich immer, ich habe als Abgeordneter, ich war ja lange genug Abgeordneter, da war ich immer gezwungen, mich der Realität von Menschen zu stellen. Ich habe Sprechstunden gemacht, ich habe Veranstaltungen gemacht, Diskussionen mit Leuten. Ich musste ja wiedergewählt werden, also muss man ja sicher den Leuten stellen, von wegen abgehoben. Wenn man diesen Eindruck macht, dieser Eindruck wird, glaube ich, systematisch geschürt auch von manchen Medien, in sozialen Medien, wo ja auch Hass gepredigt wird und Demokratieverachtung gepredigt wird. Nein, Demokratie ist Streit, ist die Chance, sich einzumischen, aber ist keine Veranstaltung zur Verwirklichung von Wundern, sondern es ist eine ziemlich mühselige, schweißtreibende, enttäuschungsbehaftete Angelegenheit. Naja, wenn ich mir so die Umfragen angucke, ich meine, nächstes Jahr haben wir noch keine Wahl, aber 2025 wird ja der Bundestag neu gewählt. Wenn es so bleibt wie jetzt, dann haben wir ja eine absolute Pattsituation, beziehungsweise die AfD sehr stark in der Regierung. Also was, ich meine, die SPD stellt jetzt den Bundeskanzler, man muss sich ja irgendwie überlegen, wie es weitergeht. Es kann ja alles sein, dass die Leute natürlich mit dieser komplexen Welt überfordert sind und so weiter und so fort. Aber dafür ist Politik ja da eine Lösung zu finden. Ja. So, die werden ja dafür bezahlt, die Politiker. Entschuldigung, machen Sie sich schon, indem Sie sagen, eine Lösung zu finden. Oder mehrere Lösungen. Ja, eben, da fängt es schon an. Es gibt so viele Probleme, es gibt nicht die eine Lösung. Und die Politik ist auch nicht dazu da, dass, so gewissermaßen, also die haben mir zu liefern, was ich von ihnen erwarte. Das ist nicht Demokratie. Und zweitens, das Problem, das Sie beschreiben, richtig beschreiben, ja, Unzufriedenheit, die Lust nach einfachen Antworten, den Rechtsextremen, den Rechtspopulisten zu folgen, das gibt es nicht nur in Deutschland. Ringsum, in allen Ländern. Nee, das ist mir schon klar, deshalb spreche ich drauf an. Also, ja, in allen Demokratien ist das, weil die Grundsituation, die ich beschrieben habe, so ist. Es hat nichts mit der Dummheit etwa der deutschen Politiker zu tun. Schauen Sie, selbst in den vielgerühmten skandinavischen Ländern, die doch immer der Inbegriff stabiler, sozialer Demokratien waren, sind jetzt Rechtsextreme ganz stark geworden. Ja, das hat mit der Dramatik dieser Veränderungssituation zu tun, die Menschen verunsichern, das Bedürfnis nach einfachen, schnellen Antworten erzeugen, und dann kommen die Populisten und Rechtsextremisten daher und versprechen das. Demokratische Politiker können das nicht, dürfen das auch nicht. Sie müssen erklären, was sie tun, worin die Lösung besteht. Sie müssen auch dürfen auch die Schmerzen nicht verschweigen. Deswegen sage ich immer, ich wünsche meiner Partei sozusagen eine Politik nach der Losung: Sicherheit im Wandel, Sicherheit durch Wandel. Wir können nicht versprechen, dass wir die Veränderungen nicht zulassen, die stattfinden. Die Leute haben aber das Gefühl, die Politik, also wenn man so auf Volkesschnauze hört, sage ich jetzt mal, die Politik, also Scholz ist völlig abgetaucht, die Politik löst gar keine Probleme mehr. Aber das ist ja das Problem. Aber entschuldigen Sie, Gefühle können auch falsch sein. Als der Krieg begann, hatte alle Welt Angst, im nächsten Winter werden die Deutschen frieren. Nichts. Die Regierung hat alles Mögliche zustande gebracht, ziemlich schwierige Operationen. Russland hat den Gashahn abgestellt. Die haben die Lieferung eingestellt. Dann musste man handeln. Das ist gelungen. Wir haben den letzten Winter ganz gut überstanden. Die Sozialdemokratische Partei hat einen Mindestlohn durchgesetzt. Unsere Renten sind, obwohl die Zahl der Eltern immer größer wird, der Anteil der Eltern an der Bevölkerung, sind erstaunlich sicher, sie sind auch gestiegen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Jetzt sind wir dabei, sozusagen das Bürgergeld einzuführen, damit sozusagen der ärmere, der sozial gefährdetere Teil gesichert ist. FDP, CDU greifen jetzt dieses Bürgergeld an, weil sie sagen, da müssen wir sparen. Da sage ich, das ist feige und unanständig, bei den Schwächsten, die sich am wenigsten wehren, kürzen zu wollen. Da könnten wir doch mal reden, ob wir bei anderen kürzen. Der Streit findet statt, es gibt immer wieder auch Lösungen, aber die sind natürlich nie die Wunder, die sich manche versprechen. Sie sind nie ganz schmerzlos. Und deswegen das Gefühl, die machen nichts. Ja, das kann man nur sagen, dieses Gefühl kann man nur haben, wenn man nicht wirklich hinschaut, was passiert. Und da sage ich, dann wünsche ich mir schon erstens, dass Politiker das immer wieder erklären, aber da sind wir angewiesen auf die Medien. Was ich sage oder was ein Politiker sagt und tut, erfahren die Bürger erst über Medien, also Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Da aber bei den Medien das Diktat gilt, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, ist das ziemlich schwierig zu kommunizieren. Ich will jetzt nicht eine allgemeine Medienschelte sagen, es gehört mit zum Problem, das wollte ich nur beschreiben. Also die gegenwärtige Regierung hat eine Menge zustande gebracht, aber natürlich liegen riesige Probleme vor uns. Die sind jetzt übrigens nochmal verschärft worden durch das Verfassungsgerichtsurteil. Was ja 60 Milliarden sind von heute auf morgen weg. Das ist ein dramatisches Urteil. Dass man da nicht ganz von heute auf morgen sagt, wo wir die Einsparungen hinkriegen, wie wir das macht, dass da erstmal verhandelt werden muss, gestritten werden muss. Und da sagen die Bürger, das geht uns auf die Nerven, warum machen die das nicht so schnell? Ja, das ist wie im wirklichen Leben sonst auch. Schon in der Familie streitet man gelegentlich etwas länger, als einem lieb ist, um irgendetwas zu regeln. Und so geht das in der Politik auch. Wo sehen Sie denn da einen Lösungsansatz, dass diese sogenannte Politikverdrossenheit, die ja nicht nur, wie Sie richtig sagen, in Deutschland herrscht, ja, dass die sich nicht noch fortsetzt in 2024? Denn wie gesagt, ja, wir haben 2025 ja, ja, Wahlen. Und ich denke mir, wir sind uns einig, dass wir keine AfD-Regierung haben ja, wollen. Also es gibt kein Wundermittel, Politik erklären, so viel und so möglich wie es geht, so viel wie möglich kommunizieren, auch bei wichtigen Problemen Lösungen voranbringen. Ja, die Art und Weise, ob es gelingt, dieses strenge Urteil oder würde ich sagen ungnädige Urteil des Verfassungsgerichts, also mit den plötzlich 60 Milliarden, die weg sind, dafür eine Lösung zu finden. Und das in einer Regierungskoalition, wo die Gegensätze gerade bei dieser Frage riesig sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine andere Art von Schuldenbremse brauchen. Das haben Sie, also das ist ja Beschluss bei der SPD gewesen am Wochenende. Finde ich auch vernünftig, sofort einsichtig. Wir sollten nicht das Geld rausschmeißen. Das ist selbstverständlich. Aber für Investitionen in Bildung, in Infrastrukturen, da muss doch jedes Unternehmen investiert auf Kreditbasis. Kann doch nicht nur auf dem, was es schon hat, sondern man nimmt einen Kredit auf, investiert, weil man da eine Zukunftsaufgabe bewältigt, um dann hinterher auch wieder etwas davon zu haben. Das gilt sogar für den privaten Häuslebauer. Man nimmt einen Kredit auf, um etwas zu erreichen. Aber komischerweise auch die Umfragen sagen wieder, ja, nein, Schulden machen soll man nicht. Nein, da guckt doch lieber hin. Es ist schlimmer, wenn unsere nachfolgende Generation ein beschissenes Schulsystem haben, nicht funktionierende Eisenbahn etc. Dafür muss man Geld ausgeben können. Und bei anderen muss man sehr genau hinschauen, bei dem, was man so konsumtive Ausgaben nennt, da muss man sehr genau hingucken. Aber dann warne ich davor, leichtsinnig zu sein. Sie wissen, der größte Posten im Bundeshaushalt bei den sogenannten konsumtiven Ausgaben, bei den Sozialausgaben, ist der Zuschuss zur Rente. Ist mit Abstand der größte Einzelposten. Und das ist nicht so leicht, etwa zu sagen, wir wollen jetzt Renten kürzen. Ja, hat die FDP aber schon vorgeschlagen. Ja, ja, sag ich ja. Aber für Sozialdemokraten ist es vernünftigerweise nicht so leicht. FDP kann das immer sagen. Die haben eine andere Klientel im Blick. Nee. Also mein Sohn ist 19, der studiert jetzt und er ist ja auch zur Schule gegangen in Berlin. Er sagt, wieso nehmen wir Kredite auf für Kriegswaffen für die Ukraine, wird ja über Kredit finanziert, aber wir lassen unsere Schulen in Berlin verwahrlosen. Ja, und er ist ja einer von vielen Jugendlichen, ja, ja, das ist also allgemein die Stimmung. Ja, verstehe ich. Und er fragt sich, wieso, das erinnert ihn zum Beispiel an die Zeit, die Kriegskredite der SPD von damals. Ach ja, aber das vielleicht nicht im Zusammenhang bringen, aber ja, ja. Also, diese Frage stellen die jungen Leute. Bitte. Das verstehe ich, lassen wir mal die kommunistische Propaganda beiseite. Nein, das verstehe ich ja auch. Ich finde ja zum Beispiel den Vorschlag gut, auch ein Sondervermögen Bildung zu machen, ja, vergleichbar dem. Bei dem Sondervermögen Bundeswehr steckt ja dahinter die Entdeckung, dass Deutschland, weil wir so wunderbar an den Frieden gewöhnt waren und auch 1990 gehöre zu denen, die gesagt haben, jetzt bricht ein goldenes Zeitalter des Friedens aus. Der Ost-West-Gegensatz ist zu Ende. Wir brauchen eigentlich nicht mehr die riesige Bundeswehr. Wir haben sie runtergefahren und plötzlich entdecken wir, die sind nicht mal verteidigungsfähig. Das war doch das Blamable. Bei den Rufen nach Waffenlieferungen an die Ukraine wurde man entdeckt, wir haben gar keine lieferbaren Waffen und so weiter. Also das war der Hintergrund, was man gesagt hat, da müssen wir eine besondere Anstrengung unternehmen. Ich bin sehr dafür, dass man Vergleichbares etwa für Bildung macht. Kommt aber das Sonderproblem hinzu, dass Bildung Ländersache ist. Da müsste Berlin ein Sondervermögen bilden, Bildung für die Schulen. Bin ich sehr dafür. Aber das ist nun wieder ein Extra-Thema, da laden Sie sich mal einen Bildungspolitiker ein, denn über Bildungspolitik zu reden und über deutschen Föderalismus ist ein wunderbares Kapitel, wo man nur noch streiten oder lachen oder schimpfen kann, je nachdem. Okay, wir haben 18 Uhr leider. Gut, vielen Dank, Herr Thierse, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Und Leute, ihr könnt den Film ab Dienstag im Kanal von Kickerfilm Berlin angucken und wir stellen euch alle strittigen Fragen, die wir heute behandelt haben, machen wir einen Faktencheck drunter und stellen euch Links drunter und die könnt ihr anklicken und euch informieren und bis zum nächsten Mal im Januar. Gut. Na denn.